ganz herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung des Gunda-Werner-Instituts im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass so viele heute hergekommen sind. Wobei gleichzeitig wundert es mich nicht, weil wir haben ein fantastisches Line-up. Das ist der, worauf wir ganz, ganz besonders stolz sind. Mein Name ist Ines Kappert. Ich leite seit 2015 das Gunda-Werner-Institut. Das Thema des heutigen Streitwertes, Politik im Dialog, heißt, das Thema ist immer noch Gewalt. Es ist ja derzeit in Mode gekommen, emanzipative Bewegungen, gerade und auch emanzipative Bewegungen für den dramatischen Erfolg der Rechten und Rechtsradikalen verantwortlich zu machen. Nach dem Motto, ihr FeministInnen habt es mit eurem Gender-Kram einfach übertrieben. Kein Wunder, dass der White Angry Man und alle seine Freundinnen jetzt zurückschlagen. Das ist natürlich böser Unfug. Und es ist auch einigermaßen lustig, also zumindest einigermaßen, dass ausgerechnet die FeministInnen und die Gender-Theorie und die Gender-Wissenschaften für den Aufstieg von Trump, Le Pen oder der AfD verantwortlich sein sollen oder auch für die rassistische Politik der CSU und des Innenministers de Maizière. Und nicht etwa die Agenda 2010 und auch nicht die mit dem Neoliberalismus verbundene verstärkte Einübung in die soziale Verwahrlosung und in den Rassismus. Es ist auch lustig, einigermaßen, weil gerade die Kämpfe für den Respekt gegenüber vielfältigen Identitäten, mithin der Kampf und die Kämpfe um den Ausstieg aus der Heteronormativität, natürlich im Kern ein Kampf gegen Gewalt, gegen sexualisierte Gewalt und ihre Normalisierung bedeutet. Denn LGBTI-Menschen, schwarze Menschen, People of Color, sind an allererster Stelle massiv von Gewalt und sexualisierter Gewalt betroffen. Und genau deswegen darf das Subjekt des Feminismus oder das Subjekt der Feminismen eben nicht allein die weiße Frau sein. Die Analyse von Gewaltverhältnissen und die feministischen Kämpfe dagegen sind damit keine Nebensache, keine Nebenwidersprüche und ganz sicher keine Luxusprobleme. Für die stets gefährdete Sicherheit von allen Geschlechtern einzutreten, bedeutet den feministischen Ausstieg aus der rassistischen, nennen wir es mal salopp, Heteroblase und ist damit ein Kampf für die innere Sicherheit. Für eine innere Sicherheit, die nicht bei Bedarf klein geschrieben wird, Stichwort Racial Profiling, sondern in ihrem Herzen und in ihrem Kern Demokratie und Menschenrechte lebt und gegebenenfalls eben auch verteidigt. Das Gunda-Werner-Institut hat sich im letzten Jahr gleich zweimal mit dem Thema sexualisierter Gewalt im Rahmen von Streitwerten und im Kontext von Köln beschäftigt. Im März vergangenen Jahres diskutierten wir die Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt, also die rassistische Instrumentalisierung von sexualisierter Gewalt, die wir leider auch immer wieder in weißen feministischen Debatten feststellen mussten. Der Titel damals war Mann, fremd, gefährlich, die Legende vom schwarzhaarigen Täter. Im November dann konnten wir die von uns in Auftrag gegebene Studie zur TV-Berichterstattung in ARD und ZDF über die Silvesternacht 2015-16 in Köln präsentieren. Die liegt übrigens auch außen aus. Unter dem Titel Lessons Unlearned stellte die Medienwissenschaftlerin Ricarda Drücke ihre zentralen Ergebnisse vor. Und einer der Ergebnisse war eben, dass sie sagte, dass in der Nachrichtenberichterstattung, also wir haben uns damals keine Kommentare angeguckt, sondern wirklich nur das, was als Faktenberichterstattung gerahmt und präsentiert wurde, dass da die Deutungshoheit fast ausschließlich Politik und Polizei überantwortet wurde. Von gewaltbetroffenen Frauen, von Expertinnen in Sachen sexualisierter Gewalt, waren absolut marginalisiert. Und das führt natürlich auch zu bestimmten Annahmen, auch rassifizierenden Annahmen in Bezug auf Täter und Opfer. Und das GWI, gemeinsam mit Ihnen nehme ich an, hat es sich zum Ziel gesetzt, verstärkt an dem Thema dran zu bleiben
und eben sich nicht darauf einzulassen, dass sexualisierte Gewalt als Import von außen durchgeht, sondern sich stattdessen genauer anzugucken, wie eigentlich das komplexe Problem Gewalt detailliert analysiert werden kann. Wir haben keine Angst vor Komplexität und wir halten auch Komplexität nicht für bedrohlich, sondern für eine gerechtfertigte Herausforderung. Und das wollen wir auch heute Abend machen. Wir führen also das Thema Gewalt sozusagen fort wollen heute Abend diskutieren, wie wir eben zu einem angemessenen Umgang mit diesem komplexen Themenfeld kommen können, zu einer Analyse, einer Debatte und zu politischen Forderungen, die angemessen sind und die reflektieren, dass wir jetzt mit Trumpismus zu tun haben in den USA, in Europa und in Deutschland. Und dass wir aber gleichzeitig es auch mit sehr vielen positiven Entwicklungen zu tun haben, dass wir also uns in einer sehr ambivalenten, auch im positiven Sinne ambivalenten Situation befinden. Denn ja, wir haben Trumpismus und wir haben die Gefahren, die damit einhergehen. Wir haben aber auch schon seit vielen Jahren One Billion Rising. Wir haben den Women's March weltweit, nicht so sehr in Deutschland, aber in den USA und in anderen großen anderen Ländern und größeren Städten. Und wir haben die auf Deutschland bezogen. Wir haben die Reform des Paragraphen 177 durchgesetzt. Erlauben Sie mir jetzt diese strategische wir werden das dann gleich ausdifferenzieren. Ich benutze es jetzt einfach mal. Und genau mit dieser Ambivalenz, dass auf der einen Seite der Paragraph reformiert werden konnte, auch im positiven Sinne, dass es damit möglich ist, zum ersten Mal möglich ist, das Angrapschen auch im öffentlichen Raum unter Strafe zu stellen, bei gleichzeitiger Rassifizierung der öffentlichen Debatten, des öffentlichen Raumes im ganz buchstäblichen Sinne und der Normalitätskultur, genau wie wir damit umgehen wollen, welche politischen Forderungen eine Antwort sein könnten, welche Mobilisierungsformen darauf eine Antwort sein könnten. Damit, das wollen wir heute Abend gemeinsam diskutieren. Ich freue mich nun sehr, Ihnen Mithu Sanyal vorstellen zu können. Mithu Sanyal wird uns einen Input geben über die Verwobenheit von sexualisierter Gewalt und Scham. Wie ist es kulturhistorisch dazu gekommen, dass gewaltbetroffene Menschen sich dafür schämen sollen und müssen? Und wer Mithu Sanyal noch nicht kennengelernt hat oder dem sie noch kein Begriff ist, dem möchte ich sie kurz vorstellen. Sie ist feste Autorin für den WDR, schreibt dort Hörspiele und featured, aber berühmt oder bekannt geworden wurde sie 2009 mit ihrem Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Das hat sie aus ihrer Doktorarbeit herausgeschält. Und im letzten Jahr hat sie ein weiteres Sachbuch zu einem der Kernthemen von feministischen Auseinandersetzungen geschrieben mit dem Titel Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens, das im Nautilus Verlag erschienen wird. Und jetzt wird es um den einen Aspekt Scham gehen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Ich habe auch noch ein drittes Buch geschrieben, und zwar zusammen mit unter anderem mit Jasna Strick, die auch hier ist, über Was ist Sexismus, erschienen im Orlando Verlag. Aber das kennt immer niemand, das will niemand wissen. Nein, also es ist wirklich wahr, das ist auch kaum besprochen worden. Ich bin hier als Autorin dieses Buches. Ich hatte euch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und die funktioniert nicht und deshalb halte ich jetzt zwischendurch mal ein paar Dinge hoch. 2016 war ja sozusagen das Jahr der sexualisierten Gewalt mit Silvester, irgendwie dem einen Silvester und dem anderen Silvester, mit Gina-Lisa Lofing, mit der Gesetzesveränderung, mit Trump. Auf all das werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Ich habe jetzt nur 20 Minuten, ich werde mich daran auch halten, weil es ein so tolles Panel gibt und ich freue mich schon sehr darauf, gleich mit euch darüber zu reden. Noch ein Wort zu mir. Ich bin als Cis-Frau geboren, weil ich bin Cis-Frau und das bedeutet, dass meine Einführung in die Geschlechterverhältnisse wirklich war, pass auf, du bist ein Mädchen. Und dann ging es irgendwie nicht weiter.
Und mich hat es irgendwie absolut fasziniert, dass wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, wir reden nur über zwei Geschlechter. Es gibt nur zwei Geschlechter, Täter und Opfer. In den Narrativen über sexualisierte Gewalt werden Penisse zu Waffen, die immer erigiert hochstehen, während irgendwie Vaginas, und in dem Fall sind es wirklich Vaginas und nicht die Vulven, nämlich das sichtbare weibliche Geschlecht, während Vaginas sozusagen zu Einfallstoren für diese aggressiven Waffenpenisse werden. Was ja total verblüffend ist, weil männliche Genitalien mit zu den empfindlichsten Teilen des menschlichen Körpers gehören und deutlich verletzlicher sind als weibliche Genitalien. Wie ist es also möglich, dass wir Narrativen glauben, die uns etwas erzählen, was all unseren evidenzbasierten Erfahrungen widerspricht? Ich bin aufgewachsen mit Nein heißt Nein, was ich mir damals noch mit Kajal und mit Kugelschreiber auf den Bauch geschrieben habe, auf die Stirn geschrieben habe. Damals haben wir uns das noch nicht auf die Brüste geschrieben. Und ich weiß, ich habe mich immer leicht unwohl mit der Formulierung gefühlt, weil es so etwas unglaublich Paternalistisches hatte, weil es etwas Unglaubliches, reißt euch endlich zusammen. Und das ist die Lösung des Konfliktes. Gleichzeitig dachte ich mir, na gut, irgendwie sexualisierte Gewalt ist ein so wichtiges Thema, dann ist es vielleicht auch okay, eine Sprache zu verwenden, die ich ansonsten von meinen Eltern kannte. Nein heißt Nein, sonst gehst du ohne Abendessen ins Bett. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass aber gerade wenn wir über ein Thema wie sexualisierte Gewalt sprechen, Sprache halt überhaupt kein Nebenwiderspruch ist. Und dass halt wirklich der Vergewaltigungsdiskurs so die letzte Bastion und Brutzelle für Geschlechterstereotype ist, die wir uns ja ansonsten überhaupt nicht wagen würden auszusprechen, geschweige denn, naja, also denken würden wir sie vielleicht, aber irgendwie nicht selbstverständlich in den Diskurs einbringen. Und wenn man sich Statistiken anguckt, ist es ja anders. Also gerade junge Männer, gerade jugendliche Männer haben ein 150% höheres Risiko, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, als ihre weiblichen, irgendwie gleichaltrigen Gegenparts sozusagen. Warum warnen wir dann also nicht unsere Söhne davor, das Haus zu verlassen, weil die Welt dort draußen ein so gefährlicher Ort für zarte Geschöpfe wie sie ist? Und die Antwort lautet natürlich, dass ja, bei Gewalt mag das so sein, bei Vergewaltigung ist es aber anders. Da sind 90% der Opfer weiblich, 90% der Täter männlich. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ist es so? Und wenn ja, was sagt uns das? Und das Problem ist ja, dass wir erst seit 1997 überhaupt Männer als Opfer denken können und als Täter nicht nur Männer. Also bis dahin brauchte man einen Penis, um eine Frau zu penetrieren, mit der man nicht verheiratet war. Die gefeierte Sexualstrafrechtsreform von 1997 hat die Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestandteil gemacht und Opfer und Täter geschlechtsneutral formuliert. Man dachte damals, das ist so ein bisschen PC und da werden sich jetzt so ein paar melden, aber eigentlich machen wir es pro forma, und war ein wenig überrascht darüber, dass dann deutlich mehr Männer auch tatsächlich kamen. Also die sind halt vorher auch in Statistiken einfach nicht erfasst worden. Damit will ich übrigens überhaupt nicht sagen, Männer sind die eigentlichen Opfer oder viel mehr Männer sind Opfer als Frauen oder es sind gleich viele. Ich will damit nur sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen die Zahlen nicht. Wir haben den historischen Stand heute. Wir wissen die absoluten Zahlen nicht. Und das ist wichtig im Kopf zu behalten, weil die Welt für mich eine andere wäre, wenn ich nicht gelernt hätte, pass auf, als Mädchen bist du gefährdet. Du bist eine gefährdete Art. Du bist wie Fledermäuse oder so. Die andere Sache ist, eine andere Statistik, die ich erfahren habe, die mich absolut verblüfft hat, ist, dass ein Fünftel von Vergewaltigungen sind Vergewaltigungsversuche, weil sich Opfer erfolgreich wehren. Das lese ich aber auch nicht. Ich lese, also wenn ich irgendwie mir Filme angucke, in denen es Vergewaltigungen gibt, dann sind das die vergewaltigten Superheroen, die halt irgendwie Massenvergewaltiger sind und so weiter und so weiter. Ich erfahre eben nicht von denen, die es nicht geschafft haben. Und die dritte Statistik, die mich umgeworfen hat, war, dass, das war eine Studie in einem Gefängnis, die Täter waren Männer, dass es überdurchschnittlich viele sexuelle Dysfunktionen bei Vergewaltigungen gibt.
im Verhältnis zu konsensuellem Sex. Überraschung, Überraschung. Aber es muss erstmal aufgeschrieben werden, dass Erektionsstörungen, vorzeitige Ejakulation und so weiter, das macht die Situation nicht besser, aber es zeigt, dass Körper eben nicht dafür gemacht sind, dass es nicht das Selbstverständliche ist, was Körper machen, zu vergewaltigen. Nein, offensichtlich wollen wir, also offensichtlich ist es nicht leicht, Grenzen bei anderen Menschen zu überschreiten. Und auch das wäre so schön, wenn ich das wissen würde. Was ich halt damit sagen möchte, ist, dass Vergewaltigung wirklich das gegenderteste Verbrechen ist, weil es uns, also weil Täter und Opfer gegendert werden, weil es uns unglaublich viele Informationen über Geschlecht gibt. Was bedeutet Geschlecht? Und irgendwie auch natürlich Informationen darüber, wie viele Geschlechter. Es gibt nämlich zwei, Opfer und Täter, wie eben du erwähnt hattest. Wir erfahren darüber, dass Transmenschen viel häufiger, noch viel häufiger als Frauen, Opfer von sexualisierter Gewalt sind. Das erfahren wir nicht. Heute Abend ist auch eine Frau da, mit der ich einen Artikel für die Taz zusammengeschrieben habe. Wir haben uns dafür eingesetzt, ein anderes Wort statt Opfer zu verwenden. Und es ist so schwierig. Ich merke halt jetzt sogar, wie schwer es mir fällt. Wir haben uns dafür eingesetzt, Erlebende zu sagen statt Opfer, weil es halt sozusagen die Wertung, die Bewertung den Menschen selbst überlässt, weil es dann ein... Weil es halt Opfer ist passiv, also mir wird etwas angetan, Erlebende ist aktiv, aber es ist nicht wie Überlebende, dass es halt das Geschehen mit dem Tod gleichsetzt, was häufig gemacht wird. Ich fand es ist irgendwie ein Versuch, ein neues Wort zu finden. Da bist du, hurra. Marie Albrecht. Es ist der Versuch, ein neues Wort zu finden und wir suchen noch, ob das wirklich das perfekte Wort ist. Es gab eine große Debatte in der Taz, es wird auch eine Gegendarstellung nächste Woche geben. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Es passiert etwas in dem Bereich. Mir ist es hauptsächlich wichtig, wir haben halt wirklich in den letzten Jahren rausgefunden, dass alles, was wir gelernt haben, ne, was der wahre Geschlechterunterschied ist, all das hat sich nicht halten können. Letztes Jahr hat die Universität in Tel Aviv herausgefunden, dass es auch die mehr von den männlichen und weiblichen Gehirn nicht gibt. Offensichtlich haben wir alle menschliche Gehirne. Also wäre es doch, ja, und da, das haben wir wirklich, ja, die weiblichen Gehirne sind so viel besser vernetzt. Nö. Je kleiner ein Gehirn ist, desto besser vernetzt, je größer, desto schlechter. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Was ich daran wichtig finde, ist, dass wir über Vergewaltigung reden, als wäre es der letzte echte Geschlechterunterschied. Das wäre ja wirklich verblüffend, wenn eine Prädisposition, sexuelle Grenzen zu überschreiten, der letzte echte Geschlechterunterschied wäre. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ah, wir sind gut in der Zeit. Nein, zur Ehrenrettung von Nein, da muss man natürlich sagen, dass Nein ganz lange eben nicht Nein hieß, sondern schlicht, ich bin zivilisiert. Weil halt die Idee war, die unzivilisierten Frauen, also die kolonialisierten Frauen, wollen immer. Im Rahmen des Zivilisationsprozesses bilden sich die Schamlippen zurück und damit auch das sexuelle Begehren. Dadurch wird dann die Frau frigide. Der Mann ist immer aktiv und will immer, die Frau will nie, genau diese Geschichten, die wir halt im Vergewaltigungsdiskurs wiederfinden. Der Mann meint, er hätte ein Recht auf die Frau und so weiter. Diese Idee der gegenderten Geschlechtervorstellung hat zum Beispiel dazu geführt, dass mir Lori Penny in einem Interview gesagt hat, dass es für sie leichter war zu sagen oder zu schreiben in ihrem Buch irgendwie unsagbare Dinge zu schreiben, dass sie vergewaltigt worden ist, als über ihre positiven sexuellen Erfahrungen zu schreiben. Wo ich dachte, wow, es ist leichter zu sagen, ich bin vergewaltigt worden, als zu sagen, wo wir ein eigenes aktives Verlangen haben. Warum wir über Männer als Täter und Opfer, als Frauen sprechen, hat unter anderem sehr viel mit unserer Vorstellung von Ehre zu tun. Es gibt die Idee der Geschlechterehre, die bei der Frau in ihrem Körper verortet sein soll, nämlich in ihrem Jungfernhäutchen, was es auch nicht gibt, aber darüber reden wir jetzt nicht, in ihrem Jungfernhäutchen und in ihrem Status als ehrbare Ehefrau oder Mutter oder Witwe, während die Ehre des Mannes im öffentlichen Raum verortet wurde, nämlich auf dem Schlachtfeld oder im Beruf. Deshalb hatte auch nur die Frau etwas, was ihr durch eine Vergewaltigung gestohlen werden konnte. Das englische Wort Rape kommt von der germanischen Wurzel Raub, also die Vergewaltigung als Ehrenraub. In Deutschland haben wir bis 1974 noch das charmante Wort Notzucht verwendet, von Not, also mit Gewalt und Ziehen, also wegnehmen, also einfach auch Ehrenraub. Das hat aber unter anderem zur Folge, dass diejenigen Frauen, die ihre Ehre, also denen ihre Ehre geraubt worden ist, bis ans Ende ihres Lebens beweisen mussten, dass sie wirklich etwas hatten, also dass sie wirklich eine Ehre hatten, die ihnen überhaupt geraubt werden konnte, weil ehrlose Frauen konnte man ja gar nicht vergewaltigen.
Deshalb, Sexarbeiterinnen waren davon ausgeschlossen und übrigens auch nicht weiße Frauen, weil die wollten ja immer, wie wir eben gelernt haben. Es gibt halt ganz, ganz viele Probleme an dieser These. Der Gedanke damals war ursprünglich, ach, dann sollen die sich am besten umbringen. Mit dem beginnenden Christentum wurde es dann natürlich zu einem Problem, weil Selbstmord eine Sünde war. Aber dann sollten die wirklich den Rest ihres Lebens um diese Ehre trauern, und in den Diskursen über sexualisierte Gewalt findet sich das wieder. Also wir erwarten von Erlebenden von sexualisierter Gewalt, dass sie bis ans Ende ihres Lebens alle Traumasymptome abrufbar weiter zeigen, weil sie ansonsten ja fast Verräterinnen sind, weil sie ansonsten ja fast sagen würden, es ist ja nicht so schlimm. Wenn ich einen Autounfall habe, würde ich natürlich, jeder würde mir sagen, setz dich so schnell wie möglich wieder an Steuer. Absoluten Respekt vor jeder Form von Traumatisierung. Was ich nur erschreckend finde, ist, dass wir als Gesellschaft es für Opfer und für Erlebende von sexualisierter Gewalt schwer machen, einen eigenen Weg zu einer Heilung zu finden, weil wir ihnen sagen, es gibt nur einen und dieser Weg führt ins ewige Leiden. Einer der Gründe, das hat ganz, ganz viele Gründe, das hat unter anderem Gründe, dass bis in die 70er Jahre, bis die zweite Welle der Frauenbewegung sich massiv eingesetzt hat, Vergewaltigung auf die politische Agenda zu setzen, dass das Ganze wie ein Kavaliersdelikt behandelt wurde. Also Vergewaltigung war natürlich das Schlimmste auf der Welt, aber nur die echten Vergewaltigungen, die meisten Dinge, die angezeigt wurden, wurden dann gehandhabt als, ach, das sind Prostituierte, die ihr Geld nicht bekommen haben. Das sind Ex-Freundinnen, die sich rächen wollten. Das sind Frauen, die in Wirklichkeit verliebt waren in den Täter und keine Chance hatten. Oder. Es wurde wie ein Kavaliersdelikt behandelt. Deshalb gab es eine große Mobilmachung zu sagen, nein, es ist ein ernstzunehmendes Verbrechen. Wir müssen uns die Folgen angucken. Das war absolut wichtig und richtig, aber wir haben inzwischen ganz, ganz vieles erreicht. Und ich weiß, dass wir werden nachher nochmal über Silvester sprechen, wir werden nachher nochmal über Rassismus sprechen. Was für mich wichtig ist, ist aber trotzdem nochmal darauf hinzuweisen, also die Sache mit Silvester war wirklich, es hatte einen langen Vorlauf dazu gegeben. Es war nicht das erste Mal, dass sozusagen gesagt wurde, ach, die echten Täter, das sind die Fremden, das sind die anderen. Und es hatte halt irgendwie viele Gründe. Also natürlich wollen wir als Gesellschaft sexualisierte Gewalt ablehnen, das ist gut. Wir sagen, wir wollen das nicht machen. Das heißt aber auch, wir können uns nicht damit beschäftigen. Wir haben wie so einen blinden Fleck für unsere eigenen Grenzüberschreitungen. Ich habe Grenzen überschritten, ich habe auch sexuelle Grenzen überschritten. Natürlich, weil ich muss ja Grenzen überschreiten, um zu merken, dass hier eine Grenze ist. Aber allein nur darüber zu reden, dass es passieren könnte, darüber zu reden, es gibt wirklich Studien darüber, dass, ich glaube, 80% der Täter nicht wissen, dass sie eine Vergewaltigung begangen haben, dass sie wirklich denken, wenn man in Gefängnisse reingeht, wenn man mit den Leuten spricht, ganz viele werden sagen, bei mir war das aber wirklich was ganz anderes. Wir wissen ganz, ganz vieles nicht, weil es gab letztens eine Lesung, war eine Frau, die eine so tolle Definition macht, die meinte, das Problem ist ja in der Regel, dass Leute eben nicht auf uns zukommen und sagen, ich möchte jetzt bei dir deine sexuellen Grenzen überschreiten und deine sexuelle Selbstbestimmung dir absprechen. Nein, in der Regel, es fängt sehr subtil an, wir wissen nicht, wo können wir Grenzen setzen, wo können wir anfangen, Grenzen zu setzen, und jetzt haben wir die vorher noch nicht gesetzt. Wie ist es denn dann, wenn wir sie jetzt setzen? Ist es dann nicht jetzt schon zu spät? Es ist ein sehr, sehr viel komplexerer Bereich. Wenn wir uns die Statistiken angucken, die meisten Anzeigen finden zumindest irgendwie am Ende dieses Graubereiches statt. Das heißt, wir haben unglaubliche Möglichkeiten, da einzusetzen, wenn wir eine neue Diskussion, wenn wir eine neue gesellschaftliche Diskussion über Konsens, wie wollen wir Konsens vermitteln, wie wollen wir Konsens an Schulen vermitteln. In der Regel ist es im Moment so, wenn wir Konsensunterricht an Schulen haben, bringen wir Mädchen bei, Nein zu sagen, und Jungs bei, das Nein zu akzeptieren. Prima. Und das ist dann erfreuliche Sexualität. Dass natürlich auch Mädchen Ja sagen wollen, dass auch Jungs mal Nein sagen wollen, dass es nicht nur darum geht, zu wissen, was wir nicht wollen, sondern auch, was können wir wollen, wie können wir es kommunizieren, wie können wir auch selbstverständlich unsere Grenzen kommunizieren und nicht erst, wenn wir absolut mit dem Rücken an der Wand stehen. All das müsste in Schulen passieren, passiert aber zurzeit nicht. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich hatte eben über Männer gesprochen. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Studien dazu, dass wir sexuelle Grenzüberschreitungen bei Männern nicht als solche wahrnehmen. Es gab eine, die mich sehr umgeworfen hat.
Da wurden Testpersonen in 4 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe, die haben alle dieselbe Geschichte erzählt bekommen. Bei der einen Gruppe war Täter männlich, Opfer weiblich, bei der anderen Täterin weiblich, Opfer männlich und dann irgendwie beide weiblich, beide männlich. Und es war frappierend, wie unterschiedlich es wahrgenommen wurde. Bis hin zu, wenn das Opfer männlich war, das ist Opfer, das wahrscheinlich schon irgendwie initialisiert hätte. Oder dass das Opfer auch irgendwie es genossen hätte. Ich habe eine Lesung in Frankfurt gemacht, das bewegt mich immer noch am allermeisten. Ich war danach im Zug auf der Rückfahrt und dann haben mich so 2 betrunkene junge Männer gefragt, was hast du denn gemacht? Und ich so, ja, ich habe eine Lesung gemacht. Ja, wozu denn? Und ich so, ja. Und dann habe ich ihnen halt erzählt zu dem Buch. Und dann meinen die, dann hat der eine, du denkst bestimmt, dass nur Frauen vergewaltigt wurden. Ich bin ein halbes Jahr lang von meiner Ex-Freundin regelmäßig vergewaltigt worden. Und der Freund meinte, er hätte sich ja auch trennen können. Und wir wissen natürlich, wie schwer es ist, sich aus Missbrauchsbeziehungen zu lösen. Da ist ein halbes Jahr echt eine gute Zeit. Das ist irgendwie relativ rasch. Wir wissen, dass natürlich auch Männer vergewaltigt werden. Es war wirklich so toll, denen sagen zu können, doch, das ist realistisch. Und dann meinte der eine zum anderen, meinst du, ich war nicht nett zu dir? Und dann haben die ein tief ernsthaftes, sehr betrunkenes Gespräch darüber geführt. Und es war total bewegend. Und ich bin häufig bei Interviews gefragt worden, warum sind dir die Männer so wichtig? Warum geht es dir um die Männer? Jetzt haben sich Frauen so lange, so hart dafür eingesetzt, dass dieses Thema aufs Tablett kommt. Und es ist tatsächlich so, wir wissen inzwischen, härtere Strafen verändern nichts. Also wir haben immer gedacht, ja klar, wenn irgendwie, weiß ich, im Notfall, wenn die Todesstrafe auf Vergewaltigung steht, traut sich das niemand mehr. Dem ist nicht so. Das Einzige, was wirklich hilft, ist, wenn Menschen sozusagen Empathie für ihr Gegenüber haben. Also wenn sie wissen, was Konsens ist, wenn sie Empathie für ihr Gegenüber haben. Denn wenn wir Empathie haben, ist es umso schwerer, Grenzen zu überschreiten und auch sexuelle Grenzen zu überschreiten. Und es ist halt so faszinierend, dass wenn wir Männern auf der einen Seite verbieten, Empathie mit sich selber zu haben, Empathie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit zu haben, mit ihren eigenen Grenzüberschreitungen zu haben, wie können wir dann von ihnen erwarten, dass sie Empathien mit anderen Menschen haben. Also es ist wirklich eine Win-Win-Situation für alle. Und Opfer sein ist keine begrenzte Ressource, Gelder natürlich schon. Also der Gedanke, okay, dann irgendwie halbieren wir jetzt die Gelder für die Frauenberatungsstellen und die Hälfte kriegen die Männerberatungsstellen, ist natürlich Quatsch. Irgendwie, wir brauchen halt mehr Ressourcen und nicht weniger. Ich habe noch 2 Minuten. Ich würde gerne noch eine kurze Sache zu Silvester sagen. Was mich daran am meisten erschreckt hat, ist, dass es kein neues Thema war. Die Frauenbewegung in Amerika zum Beispiel war ja ursprünglich wirklich, das waren ja alles Abolitionistinnen. Die haben ja alle gesagt, wir setzen uns für die Abschaffung der Sklaverei ein, denn der weiße Mann unterdrückt irgendwie die weiße Frau und unterdrückt irgendwie die schwarzen Menschen, also irgendwie, das ist eine andere Unterdrückung, aber es ist von der Struktur her ähnlich, irgendwie, wir haben viele, viele, viele gemeinsame Anliegen. Durch nichts ließ sich diese Bewegung so leicht aufspalten, wie durch die Geschichte, dass der schwarze Mann die weiße Frau vergewaltigt. Eine Geschichte, die, wie wir wissen, ein Märchen ist, die sich natürlich nicht halten kann, womit die Lynchmorde gerechtfertigt wurden. Überraschenderweise, es gab während der Sklaverei gab es keine Lynchmorde. Natürlich nicht, das war Eigentum. Eigentum zerstört man nicht. Während des amerikanischen Bürgerkriegs gab es keine Lynchmorde, keine Anklagen, dass die schwarzen Männer alle die weißen Frauen, die alleine zu Hause geblieben sind, vergewaltigen würden. Nö. Erst mit der erstarkenden Bürgerrechtsbewegung gab es Lynchmorde als politische Strategie. Und daraufhin war es halt, es hat wirklich funktioniert. Also der größte Teil der bürgerlichen Frauenbewegung hat sich wirklich davon abgewandt und ihre Energien stattdessen in den Kampf gegen die White Slavery gerichtet, also gegen den Mädchenhandel, gegen die Prostitution, gegen die schwarzen Männer, die die weißen Frauen vergewaltigen. Und ich fand es sehr, sehr erschreckend, wie absolut ungefiltert all das letztes Jahr wieder hochgekocht ist. Also dass nach Silvester wirklich ich kurzfristig das Gefühl hatte, ich bin nicht Bürgerin diesen Landes. Und dann kam Hashtag ausnahmslos und dann war halt sehr, sehr schnell klar, nein, irgendwie es gibt in diesem Land eine, danke, Hashtag auf, es gibt halt irgendwie eine breite feministische Front, die sich gegen Sexismus und Rassismus
immer und überall ausnahmslos wendet. Und es war unglaublich wichtig. Und es war halt, da ging es dann nicht um den schwarzen Mann, sondern um den arabisch aussehenden Mann. Wir wissen alle nicht, wie arabisch aussehende Männer aussehen. Sonst hätte die Polizei ja dieses Jahr Silvester wenigstens gewusst, wen sie racial profiling mussten in Köln. Was sie aber nicht konnten, sondern sie haben halt alle Leute, die irgendwie so aussahen. Und das waren halt alles gar nicht die arabischen Männer, die sie dann in ihrem Polizeikessel hatten. Macht nichts. Irgendwie, aber irgendwie war erfolgreich und es ist überall gefeiert worden und das ist das Erschreckende. Und das ist auch für mich das, weshalb es mir so unglaublich wichtig ist. Ich halte unglaublich viele Vorträge und die Frage, die immer wieder kommt, ist ja, aber ist es nicht wirklich so? Sind nicht die muslimischen Männer in Wirklichkeit doch alle ganz anders? Sind die nicht in Wirklichkeit doch alle ganz gefährlich? Und es ist wirklich etwas, was in dieser Form vor 5 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre, vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre, wie schnell sich das durchgesetzt hat. Und deshalb sind Veranstaltungen wie die heute so wichtig, dass wir da und dann bitte auch im großen Rahmen nochmal zusammen drüber sprechen können, warum das tatsächlich Mythen sind und warum sie für uns alle gefährlich sind. Dong, 20 Minuten. Ja, ganz herzlichen Dank, Mito Sanyal. Wir verteilen jetzt auch die Namensschilder, das hatte ich gerade vergessen. Genau. Ich habe auch noch was anderes vergessen. Das ist jetzt auch so, meine Kolleginnen sagen mir das immer ganz, ganz dezidiert vorher und dann vergesse ich es doch. Die ganze Veranstaltung wird ins Englische übersetzt. Es gibt auch einen Livestream raus. Da haben sich auch schon relativ viele Leute eingeschaltet. Also wer jetzt noch die Gelegenheit nutzen möchte, sich eine englische Übersetzung zu holen, da sind die Übersetzungsgeräte. Mito, nochmal ganz herzlichen Dank für diese Tour de Force, durch den ganzen Kontext sexualisierte Gewalt. Um Scham ging es irgendwie nicht so viel, das sieht man mal wieder, was so vor Absprachen so fürs Podium so bringen. Ich freue mich aber sehr, dass du uns damit einfach den Rahmen jetzt für die weitere Diskussion gesteckt hast und ich denke sicherlich auch einige provokantere Thesen oder zumindest auch mit Teil deiner Sichtweise eben auf den kulturellen Kontext von der Rape Culture und ihrer Normalisierung sind. Jetzt würde ich gerne die anderen Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Ich fange mal von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts an. Ich freue mich sehr, dass Emilia Roig heute Abend bei uns ist. Emilia Roig ist Rassismusforscherin und Expertin für Intersektionalität. Sie hat an der Humboldt-Universität promoviert und an der Sciences Po in Lyon. Sie war Mitglied in verschiedenen Organisationen, aber im Vorgespräch sagte sie mir, das ist jetzt alles gar nicht mehr so wichtig, weil ich arbeite nämlich gerade daran, an der Gründung einer neuen Organisation im Themenfeld sexualisierter Gewalt. Mehr darf ich noch nicht verraten, weil wir schreiben gerade die Satzung. Wir dürfen also gespannt sein. Ganz herzlich willkommen, Emilia Roig. Dann freue ich mich sehr, dass Katja Krieger heute hier ist. Katja Krieger leitet den Dachverband BFF für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, hat also auch nochmal eine andere Perspektive aus der Praxis und eine weitere, sozusagen auch wieder eine weitere Facette der praktischen Arbeit im Kontext sexualisierte Gewalt beleuchtet Christina Klemm. Christina Klemm ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für sexualisierte Gewalt und sie war für Strafrecht. Okay. Ja. Was habe ich gesagt? Das ist Quatsch. Entschuldigung.
Und Christina Klemm war unter denjenigen, die den Paragraphen 107 oder die Reform des Paragraphen 177 dafür gekämpft haben und sie auch mit ermöglicht haben. Und ich würde jetzt gerne anfangen, um sozusagen auch einzelne Fäden von deinem Input aufzunehmen und gerne Katja fragen. Zum einen, wie sieht das, also wir haben jetzt über die Kulturgeschichte, wir haben über die Mythenbildung im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung einen ersten Abriss oder eine Analyse gehört. Wie sieht es denn aus, mit welchen Zahlen oder mit welchen belastbaren Zahlen in Bezug auf Gewaltdelikte im Bereich sexualisierter Gewalt können wir denn zurückgreifen? Das wäre meine erste Frage. Und dann gerade aus deiner Praxis beim BFF, welche Themen sind denn jetzt gerade durch die Debatten rund um Köln leichter besprechbar geworden? Also was ist sozusagen durch diese ganze mediale Thematisierung besprechbar geworden und was wird dethematisiert? Vielleicht, dass wir damit anfangen. Ja, ist das an? Ja. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Genau, ganz kurz, ich habe so ganz wenige grundlegende Zahlen mitgebracht zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen, weil gegen Männer gibt es tatsächlich, für Deutschland kenne ich nichts, stimmt. Das, was wir zu Frauen wissen, ist auch nicht viel und die Studie, die es zu Deutschland gibt, ist auch schon über 10 Jahre alt. Daraus wissen wir aber, dass jede siebte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben strafrechtlich relevante, nach dem alten Sexualstrafrecht, sexualisierte Gewalt erlebt. Dann gibt es ein paar unterschiedliche Studien zu der Frage, wie viele davon zeigen das eigentlich an. Bei der Polizei, wenn man da so den Mittelwert zwischen den verschiedenen Studienergebnissen nimmt, kommt man auf ungefähr 10% der Taten, die angezeigt werden. Und dann ist es auch noch ein bisschen schwierig, welche Zahlen man heranziehen kann, um dann rauszufinden, wie viel davon wird denn verurteilt. Aber wenn man sich dem annähert mit den Zahlen, die es gibt, dann kommt man wiederum ungefähr auf 10%. Und die Zahlen sind in den letzten Jahren auch gesunken. Dann habe ich noch ein bisschen breiter geguckt, sozusagen, wenn wir jetzt nicht nur das strafrechtlich oder vor der Reform strafrechtlich Relevante angucken, müssen wir sagen, dass ein Drittel der weiblichen Jugendlichen einmal in ihrer ersten oder in einer ihrer ersten Beziehungen massive sexuelle Übergriffe erlebt hat. Und wenn wir noch den Bereich Hochschule angucken, dann müssen wir sagen, dass die Hälfte der Studentinnen in Deutschland während der Zeit ihres Studiums mindestens einmal sexuelle Belästigung erlebt haben. Vielleicht das so als ganz groben Abriss. Und dann wurde ich noch gebeten, um so einen Eindruck zu kriegen, was der BFF eigentlich so macht. Wir sind die Dachorganisation der Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe in Deutschland und im Moment 175 solcher Beratungsstellen sind bei uns zusammengeschlossen. Die haben im Jahr 2015 insgesamt 70.000 Personen, darunter hauptsächlich Betroffene, aber nicht nur, sondern auch Angehörige, Unterstützungspersonen, Fachkräfte, Betroffene unterstützt und insgesamt über 200.000 Beratungskontakte durchgeführt, telefonisch, persönlich und so weiter. So, vielleicht erstmal. Ja, vielen Dank. Achso, das Besprechbare habe ich vergessen, weil ich so viel gesprochen habe. Genau. Ja, was uns in den Beratungsstellen tatsächlich und auch uns im Dachverband, die wir ja sehr viel mit Medien zu tun haben und mit Öffentlichkeitsarbeit uns beschäftigen und immer wieder die Frage stellen, wie bringen wir eigentlich dieses schwierige Thema sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung in die Öffentlichkeit, dass es besprechbar wird, weil nur wenn es besprochen wird, kann auch gehandelt werden, vor allem politisch. Ja. Deswegen sind wir permanent mit der Frage beschäftigt, was ist besprechbar und was nicht. Uns ist sehr stark aufgefallen, dass nach Köln tatsächlich seit langer Zeit oder fast zum ersten Mal wieder Übergriffe im öffentlichen Raum wieder besprechbar waren. Ja. Wir haben vorher eigentlich die Situation gehabt, dass wir in den Beratungsstellen kaum Beratungsanfragen zu diesem Thema hatten. Unsere Fantasie dazu war immer, dass es einfach zu normal ist, dass man, wenn man abends ausgeht oder auf der Straße oder sowas irgendwie sexualisiert angeguckt, angegrapscht in der U-Bahn wird und dass diese Dinge aber kein Grund sind, um eine Beratungsstelle aufzusuchen. Ja? Seit Köln sind sie das. Das ist erfreulich.
weniger besprechbar ist unsere Erfahrung ganz klar, vor allem im öffentlichen Diskurs, sexualisierte Gewalt oder Gewalt überhaupt gegen nicht weiße Frauen. Ja. Irgendwie denken ja alle, wenn sie an die Kölner Domplatte denken, dass die Betroffenen alle weiß waren. Das stimmt erstens nicht und zweitens weiß man weiß aber gar nichts darüber. Ja. Aber diese Fantasie, Mito hat es ja eben gesagt. Alle schwarze in ihrem Buch, die hatten alle lange schwarze Haare, lange blonde Haare, das hat die, glaube ich, 10-mal da drin geschrieben. Die langen blonden Haare. Wer hat das geschrieben? Alice Schwarzer in ihrem Buch über die Silvesternacht. Ah, okay, ja, also es gibt irgendwie dieses Bild und das ist ja Quatsch, aber trotzdem ist es da. Und im gleichen Jahr, als diese Debatte um sexualisierte Gewalt durch Köln so hochkochte, haben sehr viele Frauenunterstützungsorganisationen versucht, das Thema der Gewalt gegen Frauen, gegen geflüchtete Frauen zu thematisieren. Es war schlicht kaum möglich, außer in Fachkreisen, ja, dass die gesetzlichen Regelungen, dass in Flüchtlingsunterkünften Gewaltschutz stattfinden muss, überhaupt nicht gegeben sind und auch nicht durchsetzbar waren bis heute, ja. Und wenn man sich die betroffenen Zahlen anguckt von Köln und von was im gleichen Jahr Frauen in Flüchtlingsunterkünften an Gewalt erlebt haben, dann muss man sich schon wundern, ja, warum das eine besprechbar ist und das andere nicht. So vielleicht, so viel erstmal. Und zum Täterprofil, was ist dir da aufgefallen? Also ging es dann auch in den Beratungsgesprächen vor allem dann um den schwarzen Täter oder blieb das dann davon ausgespart? Das wäre ja sozusagen die nächste Übertragung der medialen Zuschreibung. In der Beratung nicht, aber medial absolut. Ja. Also es ist eigentlich, also jedes Mediengespräch in diesem Jahr fing an mit meinerseits sozusagen, ach übrigens, das tun deutsche Männer auch. Ja, und der Unglaube, der uns da aber entgegenschlägt, weil wir das sagen, der war schon wirklich erstaunlich. Das Ausmaß des Unglaubens, ja, das war schon erstaunlich. In den Beratungen selber kann ich es eigentlich nicht sagen. Ich vermute aber, oder es gibt auch Hinweise darauf, dass die Anzeigenbereitschaft, denke ich mal, also die Bereitschaft, eine Vergewaltigung anzuzeigen bei der Polizei, wenn es um fremde Täter geht, höher sein wird. Ja. Und auch die Verurteilungsbereitschaft. Ne? Das wissen wir aus internationalen Studien, dass sozusagen bei nicht weißen Beschuldigten die Verurteilungswahrscheinlichkeit höher ist. Ja. Und da vermute ich, dass wir das irgendwann in den nächsten Jahren auch fortgesetzt in den polizeilichen Statistiken bei uns finden werden. Ja, vielen Dank erstmal für die Einschätzung, die dann gleich mit einer Warnung verbunden ist, die Polizeistatistik kontextfrei zu lesen. In dem Zusammenhang, Emilia Reuig, würde mich interessieren, aus einer jetzt dezidiert rassismuskritischen Perspektive, die ja Ihr Forschungsfeld ist, was ist aus Ihrer Perspektive durch Köln, Kontext Köln, besprechbar bzw. nicht mehr besprechbar geworden? Vieles. Also ich möchte auch sagen, also Köln war tatsächlich ein Moment. Also wir haben auch gesehen, dass die Arbeit für die Einführung von Paragraph 177 hat auch davor stattgefunden. Aber warum ist es dann in diesem Moment dann eine Priorität geworden? Also es liegt daran natürlich, dass diese viele Fantasien wurden in die Berichterstattung, also nicht die eigentlichen Fakten, sondern die Berichterstattung von Köln hat sich so, hat eine Fantasie mobilisiert, die eben einen großen Effekt hatte. Also einerseits sehen wir ja, dass weiße Frauen als Metapher auch für die Nation von den wilden kolonialen Männern dann vergewaltigt wurden. Und das war dann plötzlich nicht mehr akzeptabel. Erstens das, aber also ja, diese Bilder haben wir schon diskutiert, aber auch ein Element, und das kommt auch zusammen mit einem Phänomen in ganz Europa und auch in Nordamerika, dass plötzlich weiße Mittelschicht, cis-hetero-Frauen waren in Kontakt mit Gruppen von Menschen, mit denen sie vorher nicht in Kontakt waren. Und das kommt durch die Gentrifizierung. Dass das plötzlich waren diese Frauen in direkter Kontakt
und wurden belästigt oder einfach nur angesprochen. Und das hat eben dieses Bild mobilisiert, die noch sehr, sehr präsent in unsere Körper, aber auch Köpfe sind, eben, dass sie, diese Männer haben kein Recht drauf. Wir sehen, dass davor auch so viele Leute, Aktivistinnen haben sich mobilisiert, also für Rechte von Menschen, die auf der Straße viel mehr belästigt werden, auch getötet werden. Also du hast davon gesprochen, aber Transfrauen, Transmenschen auch im Allgemeinen, aber auch Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter werden auch ständig belästigt, ständig vergewaltigt, aber das ist kein Thema, das ist keine politische Priorität. Du meintest auch Gewalt gegenüber Frauen in Unterkünften. Ja, da sind eben diese Frauen, und wenn wir über so Consent reden, das ist auch eine Frage, das ist eine Frage, die auch ratifiziert ist, weil es gibt Bilder von Frauen, die nicht weiß sind, als, sie wollen immer Sex, aber auch Bilder, die das auch ermuntern, zum Beispiel, schwarze Frauen sind besonders wild im Bett, asiatische Frauen sind unterworfen und man kann alles mit ihnen machen, und das sind Sachen, die zeigen, dass sie brauchen auch unser Schutz nicht oder Schutz vor der Polizei. Das heißt, du würdest sagen, genau durch diese Mobilisierung dieser ja traditionellen rassistischen Bilder wird eigentlich die Frage, wer wird geschützt? Verengt auf die weiße Frau. Habe ich dich da richtig verstanden? Also wir reden auch, wenn wir über Belästigung auf der Straße reden, also was ist mit Frauen mit Kopftuch? Ich glaube, hier heutzutage in Europa, also in den USA wahrscheinlich jetzt noch mehr, sie gehören wahrscheinlich zu der Gruppe von Menschen, die am meisten belästigt werden auf der Straße. Und die Frage, also ich möchte mich auch fragen, also die Frage nach sexueller Belästigung, für Frauen mit Kopftuch ist vielleicht auch Kopf auch hat eine sexuelle Bedeutung, ja? Warum kommt das nicht auch in der Anwendung, ja? Roma-Menschen werden ständig auch belästigt auf der Straße. Und es gibt auch den Aspekt von Macht. Das heißt, Belästigung auf der Straße wird dann nur ernst genommen, wenn es von Menschen, die schon marginalisiert werden, gemacht. Also zum Beispiel die Polizei kann auch Belästigung auf der Straße begehen. Ja, und das tut sie auch, die Polizei. Wir sehen mit Roma-Menschen, die ständig, also Frauen und Kinder, auch ständig verfolgt werden und auch schikaniert und auch so körperlich angegriffen werden von Polizei und auch von anderen Menschen. Das wird auch nicht als Belästigung auf der Straße gesehen. Und das mache ich auch absichtlich, dass ich ein bisschen weg von sexueller Strafe, weil dadurch werden auch diese also Gender-Differenzen auch so die Tatsache, dass eben so die Sexualität der Frau und jetzt in diesem Fall die Sexualität der weißen Hetero-Cis-Frau ist als etwas etwas ganz Wertvolles im Gegensatz zu was Wertvolles gesehen, und nur dann wollen wir dieses Problem angehen. Ja, und das hast du auch gesagt in deinem Vortrag. Und ich glaube, da müssen wir auch uns diese Frage stellen. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Ich sehe genau die Seite, die du siehst. Ich sehe allerdings auch einen intersektionalen Ansatz in feministischen Debatten. Auch jetzt nochmal aktiviert durch Köln sozusagen Köln Römisch 1 und Köln Römisch 2, Racial Profiling. Wir haben auch eine intensive Debatte über Racial Profiling jetzt gehabt, auch in kritischer Absicht. Wie siehst du das im Verhältnis oder wie siehst du das, welche Rolle spielt das für dich in der Analyse? Ja, also ich finde auch klar, dass das gab auch mehr Platz danach. Also ich glaube, die Debatte war auch ein bisschen gelähmt am Anfang, das haben wir alle gesehen. Dann haben wir angefangen, eben diesen intersektionellen Ansatz oder diese intersektionelle Perspektive auf Köln zu haben. Aber, und das ist ein Fortschritt, das will ich auch erkennen, aber wir gehen auch nicht weit
darüber hinaus. Also wir haben dieses Paragraph 177, das ist ja sehr gut, einerseits. Andererseits ein Gesetz können wir nicht betrachten ohne die Anwendung des Gesetzes. Und wer wendet dieses Gesetz jetzt an und wie? Das ist auch eine Frage. Und ja, mit ich sehe jetzt die Komposition so von der Polizei in Deutschland und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein tatsächlicher Fortschritt bedeutet, so für eben die Menschen, die ich jetzt genannt habe, die in erster Linie, das sind nicht so Minderheiten, die auch Gewalt auf der Straße erleben, sondern sie erleben Gewalt vorrangig auf der Straße. Ja, also für eben für Frauen mit Kopftuch, für Transfrauen, für Sexarbeiterinnen. Was bedeutet das für sie? Und solange wir uns nicht darüber unterhalten, solange wir dieses Gesetz nicht aktiv mit dieser Debatte mit der Polizei und auch so, solange wir uns nicht konfrontieren mit den Strukturen, die jetzt innerhalb der Polizei so präsent sind, dann finde ich, dass es geht noch nicht weit genug. Ja, es ist besser, aber ja. Genau, also das, die sozusagen die Problematisierung, wo stehen wir mit, also was bedeutet das eigentlich, dass dieses Gesetz jetzt in einen noch vermehrt rassifizierten gesellschaftlichen Rahmen fällt? Wie gehen wir damit um aus feministischer Perspektive? Das würde ich gerne, diese Frage würde ich gerne an dich, Christina, weitergeben. Du bist fast täglich im Gericht und wie gesagt, auch gemeinsam mit Katja, das hatte ich vorhin fälschlicherweise nicht auch erwähnt, habt ihr genau für die Reform gekämpft? Was wäre deine Antwort darauf? Ist es wirklich jetzt so, dass man sagen kann, naja, das Gesetz kommt, jetzt ich spitze mal zu, kommt einfach zur falschen Zeit, das wäre besser gewesen, es hätte noch ein bisschen gedauert, weil momentan ist es eine gefährliche Waffe in den Händen der Falschen? Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll und hätte schon so viele Sachen zu sagen, zu dem, was ihr gesagt habt. Vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Ja, ich bin natürlich nicht Fachanwältin für sexualisierte Gewalt oder wie du gesagt hast, ich bin Fachanwältin für Strafrecht. Das heißt, ich bin auch Strafverteidigerin. Ich bin und vertrete sehr viele, ich rede von Betroffenen immer, sexualisierter Gewalt, aber auch Betroffene von schweren Menschenhandel, von homophober Gewalt, rassistisch motivierter Gewalt etc. So, deswegen ist in meiner Praxis ist es tatsächlich so, ich vertrete nicht immer nur Frauen, die Betroffene sind von sexualisierter Gewalt. Ich vertrete sehr viele Kinder, die betroffen sind. Ich vertrete eben alle Personen, die von Gewalt betroffen sind. Und es ist in meiner Praxis so, dass dennoch viel mehr Frauen und Cis-Frauen bei mir sind in der Beratung und die ich vertrete. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, es sind immer nur weiße deutsche Frauen. Das überhaupt nicht. Das Gesetz kommt es zur falschen Zeit, das glaube ich nicht. Ich glaube, es haben falsche Menschen sich auf dieses Gesetz geworfen, die nämlich nach die Silvesternacht dazu gebraucht haben oder diese ganze Presse dazu. Also es war also man hätte ja vorher sagen können, es lag in der Luft, dass man irgendwann diese Silvesternacht brauchte, so, weil man wollte, es musste unbedingt den rassistischen Gegenschlag geben. Und den hat man dort dann ausgenutzt. Und das ist dann zusammengefallen mit der ganzen Debatte. Und das war für Menschen wie mich und Katja und andere auch natürlich ein bitterer Beigeschmack an diesem Erfolg, den wir erst einmal errungen haben, würde ich sagen, um bestimmte Formen der sexualisierten Gewalt auch strafbar zu machen. Und dazu vielleicht nochmal kurz die Ehrenrettung der Nein heißt Nein-Kampagne. Da ging es ja eigentlich eher um die Unterscheidung zu Ja heißt Ja und Nein heißt Nein. Und natürlich wären wir viel mehr für eine konsensuale Lösung gewesen, hätten das gemacht. Das war politisch überhaupt nicht durchsetzbar. Deswegen haben wir uns alle für Nein heißt Nein auch entschieden. Die Frage ist auch, dann die strafrechtliche Variante ist nochmal eine andere Diskussion. Aber natürlich ist das viel zu kurz gegriffen, das ist auch klar. Und wir haben immer, und ich habe auch immer gesagt, wir müssen über Sex sprechen. Ja? Und das müssen wir öffentlich machen. Und wir müssen darüber sprechen, was wollen wir denn? Was für eine Sexualität wollen wir und welche wollen wir eben nicht? So, und das ist total zu kurz gekommen, weil es ging dann eben über die Konstruktion des Fremden. Und vielleicht dazu nochmal in den Gerichtssälen. Natürlich ist es so, leider ist es so, dass je fremder der Täter, desto höher die Strafe und desto eher die
Wahrscheinlichkeit, dass jemand verurteilt wird. Und je näher das Opfer oder die betroffene Person, desto höher wird die Strafe auch. Und desto, also wenn ich einen Richter oder eine Richterin habe und die stellt sich vor, dass die Betroffene, also ich rede jetzt mal in der Werbeflächen von, die Betroffene ihre Tochter sein könnte, so, die nämlich von einem fremden Täter auf der Straße verfolgt und vergewaltigt wird, dann ist das eine klare Sache. Wenn es aber zwei Menschen sind, also sowohl die Betroffene, also wenn die Betroffene aber eine Person ist, deren Leben die Richterin oder der Richter sich überhaupt nicht hineinleben kann, weil es nämlich eine Sexarbeiterin ist, die aus woher auch immer kommt und mit deren Leben sie nichts zu tun hat. Und es gibt einen Täter, also dann ist es schon wieder, dann ist es relativ egal, wer der Täter ist, weil die Strafe wird sicherlich nicht so hoch ausfallen, wie wenn es eben die umgekehrten, also man kann dann alle Varianten sich vorstellen. Und ich glaube, das hat sich leider durch alle Opferrechtsreformgesetze, durch alle Verbesserungen nicht wirklich verändert. Ja, die Geschlechterstereotype in Gerichtsverfahren sind eigentlich immer noch genauso wie vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Und das ist eher erschreckend. Und ich würde auch sagen, dass das, was sich in den letzten Monaten oder Jahren tatsächlich sehr verschlechtert hat, ist, dass Rassismus wieder aussprechbar ist. So, und das auch in ganz weiten Teilen, auch, also das ist auch im Gericht aussprechbar, da werden Dinge gesagt, dann denke ich mir, das kann nicht wahr sein, dass man sich das hier traut zu sagen. Und das, das finde ich, das nimmt ganz merklich zu und es nimmt auch zu, genau das, was du am Anfang gesagt hast, dieses, jetzt habt ihr doch schon so viel erreicht, so jetzt und jetzt hier nochmal einen Fall und da, also wir sollen uns jetzt eigentlich jetzt mal zufrieden geben und es gibt eine ganz starke Gegenbewegung natürlich, sexualisierte Gewalt ist gar kein großes Problem, die Frauen, und da geht es dann auch um Geschlechterstereotypen in die andere Richtung, die Frauen lügen, ja, also die lügende Person ist eigentlich erstmal weiblich und die machen das eben, um ihren Männern etwas auszuwischen, um eine Trennung zu legitimieren oder um ein Fremdgehen zu legitimieren. Also all das, was man denkt, weiß ich nicht, haben wir vielleicht in den 70ern überwunden, ist heute immer noch genauso da. Das heißt aber, wenn ich dir jetzt zuhöre, hatte ich jetzt gerade zwei Assoziationen, nämlich zum einen, das Gerichtssaal ist ja ein weitgehend, ist ein Raum für Geschichten und Rechtssicherheit ist gar nicht so gegeben. Also die Idee ist, es gibt ein Gesetz und damit werden sozusagen Narrative geregelt und auch Auslegungsmöglichkeiten geregelt, begrenzt. Dem widersprichst du jetzt gerade? Wenn du sagst, es hat so gerade gibt es einfach die, also wenn Empathie, wenn Identifizierungsmöglichkeiten nicht gegeben sind, hat das direkte Auswirkungen auf das Strafmaß. Ist das wirklich so krass? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich würde sagen, vielleicht habe ich deine Frage jetzt nicht so richtig verstanden. Ja, es ist so krass. So, vielleicht, ich glaube, es gibt verschiedene Probleme daran. Die Frage ist ja auch immer, wer hat überhaupt Zugang zum Recht? So, dass, also wer kann hier eine Strafanzeige erstatten? Wer weiß das? Wie werde ich unterstützt? Das ist natürlich auch ein riesengroßes Problem. Deswegen ist da auch immer die Frage, was wird angezeigt? Vielleicht, ich weiß nicht, ob es Statistiken darüber gibt, ob es jetzt eine höhere Anzeigenbereitschaft gibt, wenn der Täter männlich und nicht deutsch ist, so, oder das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht so sagen, ob es überhaupt solche Statistiken gibt. Man vermutet das. So, und ich glaube, ja, ich glaube... Katja, du hattest aber gesagt, dass es im Internet, also dass es Internet nicht in Deutschland, also nicht für den deutschen Kontext, aber für internationale Schulen gibt, die genau das belegen. Nur einfach, dass wir das geklärt also, haben. Ich weiß, dass es das gibt. Ich kann es jetzt aber, weiß jetzt okay. Nicht. Gut, dann haben wir es nicht geklärt. Die Autorin, aber ja. Es gibt die. Doch, es gibt Statistiken. Es gibt die absurdesten Statistiken. Also für Amerika gibt es die Statistik, dass wie viele Jahre, also ne, dass irgendwie im Durchschnitt 10 Jahre auf die Vergewaltigung einer weißen Frau, 6 auf die einer Latina-Frau und 2 auf die einer Schwarzen, wenn es denn überhaupt zu einer Vergewaltigung kommt. Es gibt auch ganz lustige Statistiken darüber, dass zum Beispiel Frauen, auch weiße Frauen mit Übergewicht, wenn die zur Polizei gehen, dass denen signifikant seltener geglaubt wird. Also es ist halt, die Weiblichkeit, wer von dieser Weiblichkeitsvorstellung irgendwie inbegriffen oder ausgeschlossen ist, das ist ein sehr feiner Grad. Auch Alter spielt eine Rolle. Behinderung, Nichtbehinderung spielt eine große Rolle. Also es ist halt...
Darf ich noch mal ganz kurz was zu dir sagen, weil es, was mich total bewegt hat, war, natürlich bin ich absolut, ich habe mit für irgendwie Nein gekämpft. Es ist ganz, ganz wichtig, es ist eine ganz wichtige Strafgesetzreform. Es ist ja immer die Frage, worüber reden wir? Reden wir über Strafe, reden wir über Gesetz, reden wir über unsere Beziehung miteinander und so weiter. Und ich weiß, wahrscheinlich ist Ihnen das, euch das allen klar, aber bis irgendwie dieses Jahr musste die Person, die vergewaltigt wurde, nachweisen, dass sie sich körperlich tätlich gewehrt hat. Also einfach Nein zu sagen, hat de facto nicht ausgereicht für eine Verurteilung. Es sei denn, es war eine besondere Notsituation, die aber extrem eng definiert war. Und was halt irgendwie wirklich richtig, richtig gefährlich ist, ja nicht nur die Auslegung der Richterinnen, der Richter jetzt seit der Strafgesetzänderung, sondern es sind halt, der 184i besagt, dass jetzt irgendwie, dass das vorher als Grabschen galt, auch ein Straftatbestandteil ist. Aber gleichzeitig hat die CDU so in der letzten Minute wirklich durchgeschoben, dass Menschen, die jetzt ein Sexualverbrechen begehen, schneller abgeschoben werden können. Das heißt aber auch, wenn ich jemanden angrabsche, kann ich schneller abgeschoben werden. Das widerspricht natürlich massiv dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob, also ich, für mich sind das Sachen, die müssen immer wieder wiederholt werden, weil in jedem Interview, in dem ich gefragt wurde, wurde immer gesagt, das ist so kompliziert, das lassen wir jetzt mal raus, wir reden jetzt nur über Nein, hast Nein. 184J ist irgendwie diese Lex Colonia, das sind halt Übergriffe aus Gruppen, die bedeuten, dass wenn ich jetzt irgendwie mich als Gruppe irgendwie verabrede, um ein Verbrechen also zu begehen und irgendwie das kann irgendwie Spuckis kleben sein, ne? Also es muss jetzt kein Sexualverbrechen sein. Und dann kann ich eine Gruppe nicht im juristischen Sinne, sondern so im umgangssprachlichen Sinne, was auch immer das bedeutet. Und wenn irgendjemand aus meiner Gruppe einen sexuellen Übergriff macht, den muss ich nicht sehen, den muss ich nicht mal irgendwie anders mitkriegen, dann bin ich damit haftbar. Und das ist natürlich eine Sache, die massiv gegen mein Verständnis von Rechtsstaat verstößt. Und da reden wir so selten drüber. Ich muss es nochmal sagen, wahrscheinlich wisst ihr das alle eh schon, aber wenn nicht, dann. Warte mal, muss ich einfach sagen, es ist schön, wie du den erklärt hast. Ich verstehe diesen Paragraphen immer noch nicht. Ja, so, deswegen wird die Frage sein, ob es danach jemals irgendjemand bestraft wird, weil der natürlich wahnsinnig kompliziert ist. Das ist wirklich ein Gesetz, das ist auf Köln zugeschnitten worden. Das wollte die CDU unbedingt haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der in Praxis Relevanz du machst mich glücklich. Haben wird. Ja, also ich glaube, weil, also ich habe tatsächlich, wir haben in meinem Büro das mal versucht nachzustellen, wer jetzt wie und in der Gruppe und was tun muss und wie. Es ist so kompliziert, das wird man, glaube ich, am Ende, also dieser Paragraph muss natürlich abgeschafft werden. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage, der ist unsinnig. So, die, ich finde auch, also immer weiter noch bei der Sexualstrafrechtsreform, das Wichtige ist, oder ich glaube auch natürlich nicht, das wissen wir alle, hohe Strafen nützen nichts. Überhaupt ist die Frage, was Strafen nützen, was Strafrecht, kann man lange diskutieren, nützt es überhaupt jemals etwas? Ich fand immer, das wirklich Wichtige ist zu sagen, es gibt hier Dinge, die wir als doch schwerwiegend, und zwar strafrechtlich relevant, schwerwiegend finden, die nicht strafbar sind. Dass das eher das Problem ist. Im Verhältnis dazu, eben, dass es eine Beleidigung ist, strafbar, aber wenn ich eben einer Frau oder auch einem Mann irgendwie an die Genitalien greife, ist es das nicht gewesen bisher in Deutschland. Und das war ja immer die Frage, wie ist das? Es war dann über diese merkwürdige, und das übrigens nicht in den 70er Jahren abgeschafft, sondern das merkwürdige Konstrukt der Geschlechtsehre, die noch beleidigt werden konnte. Darüber konnte man noch irgendwie eine Strafbarkeit herstellen. Das ist natürlich alles abwegig. Ja, so da und das ist eben wichtig zu sagen, bestimmte Sachen sind in diesem Staat, wollen wir nicht dulden, und wir sehen das an, dass das strafrechtlich relevant ist und dass man dafür verfolgt werden kann und dass man dafür eben auch bestraft werden kann. In welcher Höhe? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und so, der andere Aspekt, die Ausweisung und die Abschiebung, das ist auch nicht neu im Sexualstrafrecht, das gibt es schon immer, diese Doppelbestrafung. Ja? So, die Doppelbestrafung, dass wenn ich nicht den deutschen Pass habe, kann ich für Straftaten eben dann auch noch zusätzlich ausgewiesen werden. Und das ist leichter jetzt, also das ist dann eben noch mit eingeführt worden im Sexualstrafrecht, dass das nochmal weiter runtergesetzt worden ist, so wie eben in den letzten Monaten und Jahren eine Verschärfung der gesamten Aufenthaltsrechte und des Asylrechtes ist, die wir vorher nicht hatten. Ja, so, das ist ein ganz massiver Eingriff, der täglich und andauernd weitergeht, wenn man jetzt über Libyen redet oder wie auch immer. Das ist ja eine ganz massive Einschränkung, die da funktioniert. Und ich finde schon immer, es macht überhaupt gar keinen Sinn, also das zu legitimieren,
mit Forderungen von Frauenschutz oder Schutz vor sexualisierter Gewalt. Weil ich meine, was ist denn dann mit den Menschen in den Ländern, in denen sie abgeschoben werden? So. Und das, finde ich aber, ist zum Beispiel etwas, was sich total mittlerweile in den Gerichtssälen durchgesetzt hat. Ja, so, dass man, also ich habe erst gestern wieder verhandelt und da ging es darum, ob der Angeklagte eine Bewährungsstrafe bekommt. Es ging um sexuellen Missbrauch. Ja, er bekam eine, war auch irgendwie rechtlich, war das eben so. Und dann plädierte die Staatsanwältin und sagte, ja, aber also ein Bewährungshelfer, den kann es nicht geben, weil der spricht ja gar kein Deutsch. So. Der soll jetzt einfach rauskommen. Was natürlich heißt, dieser Mensch, der selbst irgendwie im Asylverfahren ist, der kommt raus, der kommt dann irgendwo hin, dem wird nicht, der kriegt keine, also keinen Bewährungshelfer an die Seite gestellt, der kriegt natürlich keine Therapie, der kriegt nichts, was irgendwie schützen, also Betroffene, möglicherweise betroffene Menschen schützen können vor ihm, was dazu hilft, dass er irgendwie solche Straftaten nicht mehr begeht. Und das ist dann aber so, dann hoffen alle, dann sagt die Staats, also das war nicht in dem Verfahren, sondern in einem anderen Verfahren ganz ähnlich, dann habe ich gesagt, ist doch nicht Ihr Ernst, Sie müssen doch etwas tun. Dann sagt die Staatsanwältin, naja, Sie wissen doch, wie es läuft. Der macht wieder was, dann wird er abgeschoben. So, und das ist etwas, was sich absolut in den Gerichtssälen mittlerweile auch so, finde ich, das, was eben auch sprechbar ist. Ja? Dass man einfach sagt, warum, wir wollen uns um die gar nicht kümmern, die sollen dann eben weg. Und das finde ich einen katastrophalen Zustand. Ja, genau. Das ist ein Applaus auf jeden Fall wert. So wie ich das wahrgenommen habe, ist... deutet ihr die Ambivalenz so aus, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, gegen rassistische Selbstverständlichkeiten, die zunehmen, vorzugehen, damit eben Instrumente des Schutzes und auch der Emanzipation weitergefasst nicht in dem Maße instrumentalisiert werden können, wie sie das werden. Aber angesichts, das wäre jetzt sozusagen meine zweite Runde, wir sind ja noch in Deutschland in einer relativ günstigen Situation. Ja, wir haben die AfD, aber es ist kein Vergleich zu Frankreich. Es ist auch kein Vergleich zu den USA. Angesichts von Trumpismus, ich möchte es nochmal wiederholen, wie können wir denn da jetzt an den Narrativen schrauben? Das war ja auch so wichtig, was ihr alle gesagt habt, aus den unterschiedlichen Bereichen, damit diese Instrumentalisierung eben entlarvt und der entgegengetreten werden kann. Emilia, vielleicht möchtest du dazu was sagen. Vielleicht auch im Vergleich zu Frankreich, vielleicht gibt es da Parallelen, von denen wir auch etwas lernen können. Also vielleicht um diese Frage zu beantworten, komme ich immer wieder zum System. Und danke, Christina, für die Geschichte eben, weil das zeigt, und das ist etwas, was auch vor kurzem und nicht in allen Kreisen besprechbar ist, die Tatsache, dass Richter, Richterinnen sind nicht objektiv, sind nicht neutral, sie sind Menschen mit ihrer Subjektivität und deswegen, wir sehen in der Anwendung und auch so in den tatsächlichen Ergebnissen, was passiert dann, das ist überhaupt nicht objektiv. Das ist eine Reflexion eigentlich von den gesellschaftlichen Strukturen, die in meinem Fall ich bekämpfe. Und deswegen, wenn ich sehe, dass sowohl die Polizei als auch im größten Sinne in der Justiz so ist, dann habe ich auch wenig Vertrauen eben an Gesetzesänderungen, in diesem Fall so straff, obwohl ich das gut finde. Ja? Also das ist, es ist keine Frage. Aber wenn wir auch sehen, so mit Köln, und dann möchte ich auch sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, zu sagen, dass ja, es ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wir haben gesehen, so viele Menschen haben dafür gekämpft, dass es zustande kommt. Den Backlash. Was kommt für Paragraph 177 auch vor Köln, ja? Und die Tatsache, das ist dann, und Sie haben gesagt, so, ja, wir haben irgendwie ein Köln gebraucht, so. Vielleicht gibt es ja insgesamt, das hattest du ja gesagt im Zusammenhang, die Willkommenskultur, Genau. nehme jetzt mal also ich diesen hab Begriff, den Punkt auch die muss irgendwann kippen und
Das genau. haben die Medien ja auch immer hochgeschrieben, ist der Sommer, der Welcome, ist es vorbei, ist es vorbei, kippt die Stimmung und dann also hatten das, wir Köln. Also genau, dass das passieren sollte, genau, ja, ja, nee, dass das passieren sollte, das stimmt. Also ohne das hätte es länger gedauert, aber das wäre zustande gekommen. Vielleicht hätte es noch 1, 2, 3 Jahre gedauert. Damit verknüpfen wir auch dieses Paragraph mit einem Narrativ. Und das ist so mächtig, dieses Narrativ ist so, also ja, in allen Köpfen, so von der ganzen Bevölkerung und auch so von eben Polizei, Richter, Richterinnen etc., dass um diese Tendenz zu verändern, wird sehr, sehr, sehr schwierig sein. Also vor allem auch davor, ich meine so, ja, um ein System anzusprechen, so das zu erkennen, ist schon so sehr viel Arbeit. Aber ja, für die Anwendung des Gesetzes, also da sehe ich wirklich große Schwierigkeiten und ich habe jetzt keine Antwort. Zu der Frage Trumpismus, ja, also... Oder vielleicht, ich kann es nochmal konkretisieren, hast du eine Best Practices aus Frankreich? Frankreich hat ja auch mit einem massiven Rechtsruck zu kämpfen. Es gibt aber auch genauso Gegenbewegungen, es gibt eine starke feministische Bewegung oder starke feministische Bewegungen. Gibt es da etwas, wo du sagst, naja, davon kann man auch für den hiesigen Kontext, davon kann man was lernen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, um die Narrative nicht einfach laufen zu lassen? Also an sich habe ich kein, nee, also ich habe kein Beispiel, wo wir sagen können, das funktioniert. Nee, ich finde, so was gemacht werden muss und was nicht genug gemacht wird, ist auch vor allem, also die Wahrheit einfach aufzuzeigen. Also ja, was ist der Programm? Was ist der Programm von der AfD? Also wissen wir das? Also ja, wir wissen das. Aber ist es so, wissen die Leute, dass nicht nur die geflüchteten Menschen davon leiden werden? Nein. Und deswegen, also ich finde, jetzt bewegen wir uns so total in der Ignoranz, auch in den USA. Und ich sehe, dass da viele eben Organisationen, die für konstitutionelle Rechte kämpfen, Menschenrechte, sie waren nicht vorbereitet. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Und das ist immer noch ein Problem jetzt in den USA, dass sie nicht wissen, was sie mit ihm machen können. Weil er traut sich alles und vor allem so, ja, also es gibt die Gesetze, ne? Also das ist möglich, also dagegen zu kämpfen. Und vor allem so, ich glaube, aber es wird doch dagegen, also es ist doch jetzt, der Bann ist ausgesetzt worden. Also ja, ja. Das ist, also ich kann das jetzt nicht so schwarz-weiß sehen oder so einfach sehen. Also ich meine, die Gegenbewegung gegen Trump jetzt auch auf legaler Ebene widerspricht mir, ist ja auch massiv. Klar. Nee, das gibt, und ja. Die Rechtsanwältinnen waren an den Flughäfen sofort. Das wäre zum Beispiel schon etwas, wo ich denken würde, davon kann man auch lernen. Also das so im Sinne von Best Practices. Und die nächsten Märsche sind jetzt auch schon geplant. Also sozusagen ist auf einer juristischen Ebene, es ist auf einer Mobilisierungsebene, passiert ja schon einiges, ja. Oder? Absolut, ja, das passiert was. Die Bewegung hat angefangen. Ich sehe das aber als eine sehr fragile Bewegung, obwohl sie, also ja, weil, also, und das ist nicht... das hat nichts mit eben so den Willen der Menschen oder wie sie da vorgehen oder die Anzahl von den Menschen, die mitmachen, sondern wir haben mit einem System zu tun, der nicht mit Trump angefangen hat. Und also, dass jetzt alle so völlig überrascht waren, das gibt's doch nicht, das könnte nicht passieren in den USA. Nee, doch, das könnte passieren. Und das ist nicht nur mit Trump, sondern das ist eine sehr lange Tradition. Und ich finde, in Europa könnten wir erst damit anfangen, also das geht jetzt nicht darum, so lang zu diskutieren oder so, sondern erstmal nicht darauf zu warten, ja, hier ist es gar nicht so schlimm wie in USA, in Frankreich ist es schlimmer, aber auch noch nicht. Wollen wir warten, bis jetzt Marine Le Pen dann Präsidentin wird? Im Mai. Ja, genau. Deswegen, dass wir erst jetzt erkennen, eben so diese Strukturen außerhalb von der Persönlichkeit. Deswegen finde ich auch so den Begriff Trumpismus, ich habe auch ein bisschen ein Problem damit, weil ja klar ist er da, aber Rassismus, Sexismus, Transphobie und alle diese Ismen haben schon vorher existiert und sie waren schon im System verankert. Sie sind schon im System verankert, auch von Obama, wenn wir sehen, so the prison industrial complex hat nicht Trump erfunden, ja. Und das hat ja mit der Sklaverei angefangen.
Und deswegen, hier haben wir auch unsere Geschichte in Europa, ne? Sie ist auch damit verbunden. Wenn wir das erstmal erkennen und anfangen eben so diese Strukturen erst jetzt zu kämpfen, haben wir mehr Chancen, das zu schaffen, als wenn das schon da ist, sozusagen. Vielen Dank, dass danke für das Plädoyer, den Weckruf ernst zu nehmen. Katja, wenn es um die Frage der Gegenstrategien geht, ich meine, wir sind ja nun hier ein Podium von Frauen, die zwar sehr viel, also daran gewöhnt sind, die schwierigen Fragen in den Blick zu nehmen und auch die Gewaltverhältnisse zu analysieren, aber wir sind ja, oder ihr seid ja alle massiv engagiert, also das heißt, ihr geht ja alle von der Möglichkeit der Veränderung aus, auch wenn es schwierig wird oder schwierig ist. Was wären jetzt aus deiner Perspektive Strategien, um dem Rassismus, der so eine lange Geschichte hat, die noch nicht angegangen wurde, plus Trumpismus entgegenzuwirken, um tatsächlich mehr Schutz gegen sexualisierte Gewalt, Gewalt zu ermöglichen, zu realisieren, durchzusetzen? Ja, also mit der Frage, unter welchen Bedingungen ist eigentlich Veränderung möglich und unter welchen aber auch nicht, beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag, weil es ja tatsächlich, wir thematisieren das jeden Tag, ne? Sexualisierte Gewalt, andere Formen von Gewalt gegen Frauen, Tötungen an Frauen, all diese Dinge. Wir thematisieren jeden Tag die Arbeitsbedingungen, die finanzielle Ausstattung der Unterstützungseinrichtungen, der Fachberatungsstellen. Und dann zu spüren, wann plötzlich ein Thema geht und wann es nicht geht, ja, ist ja total interessant, sage ich jetzt mal neutral, dass durch Köln plötzlich die Sexualstrafrechtsreform ging. Ich glaube, sie wäre auch so gekommen. Ich glaube auch, es hätte länger gedauert. Ja. Aber das war plötzlich vergleichsweise leicht. Das hatte damit mit dem Rassismus zu tun und auch damit sozusagen, was da für Narrative verwendet wurden in den Köpfen und dass es sehr leicht war für die Politik, da drauf zu springen plötzlich. Also quasi über wen gesprochen wurde. Manchmal machen wir auch die Erfahrung, dass es einen Unterschied macht, wer spricht. Ja? Also zum Beispiel, als 2010 männliche Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kindheit massiv an die Öffentlichkeit gegangen sind und ihre Missbrauchserfahrungen thematisiert haben in Institutionen, ja, in katholischen Einrichtungen und so weiter, plötzlich war dieses Thema, ging da politisch was. Ja? Die haben die gleichen Forderungen gestellt, die Frauen, die vor 30 Jahren angefangen haben, ihre sexualisierten Gewalterfahrungen in der Familie zu thematisieren, gesagt, und die wurden nicht gehört und da ging politisch nichts. Ne? Es bleibt zu hoffen, dass das, was da ist, ist unglaublich viel passiert in dem Bereich seitdem, und es bleibt zu hoffen, dass die Strukturen, die da jetzt gerade geschaffen werden, dann letztlich allen Betroffenen nutzen. Ja? Aber das ist auch so ein Beispiel dafür, dass es einen Unterschied macht plötzlich, auch wer spricht und über wen gesprochen wird sowieso. Deswegen die Frage, ja, wann ist Veränderung möglich? Ich bezweifle ehrlich gesagt so ein bisschen den, ich habe es aufgeschrieben, du hast intersektionalen Fortschritt gesagt, der jetzt in der Debatte um das Köln 2, also das Racial Profiling dieses Jahr war. Ich habe es eher so wahrgenommen, dass die Personen, die sich getraut haben zu fragen, ob das vielleicht in Frage zu stellen sei, ob das okay war vielleicht, dass selbst die eigentlich ziemlich öffentlich fertig gemacht wurden. So. Ich fand es bemerkenswert. Ja. Also da, genau. Beispiel Simone Peter, ja, das also war ja die Fraktionschefin der Grünen. Ich dachte einfach, dass aber im Zuge dessen es eine Debatte über Racial Profiling gab, die durchaus Racial Profiling als rechtswidrig auch markiert hat. Aber widerspricht mir gerne. Ich hoffe. das Einzige, was mir immer einfällt, ist, dass wir einfach weiter das tun müssen, was wir tun, und dass wir, wenn die Empörung, wie soll ich sagen, ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie können wir Solidarität und Empörung organisieren. Ja? Und zwar, also ich wünsche mir immer, dass das Thema Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt, zu einem Thema der öffentlichen und inneren Sicherheit wird. Ja? Also dass sozusagen, es geht ja immer um die Frage, was
womit findet sich eine Gesellschaft ab und womit nicht? Und im Moment finde ich es sehr deutlich, dass wir nicht bereit sind, uns damit abzufinden, dass eine Terrorgefahr in Deutschland sich breit machen könnte. Ja? Das ist gut. Und dann werden sehr schnell sehr viele Mittel freigesetzt, es werden sehr schnell politische Strategien ganz intensiv diskutiert. Die einen sind sinnvoll, die anderen nicht. Und das wird hart gerungen um die Frage, wie kriegen wir dieses Land sicher? Ja? Da geht es natürlich auch darum, dass das genau auch vor wem, ne, wieder die Frage ist. So, und ich wünsche mir eine gleiche Debatte zum Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich wünsche mir Untersuchungsausschüsse, wenn Frauen ermordet werden, mit der Frage, hat die Polizei genug getan oder nicht? Ja? Hat der Innenminister zu spät reagiert? Also so, warum eigentlich nicht? Es ist sozusagen ja auch die Frage, an wessen Sicherheit denken wir, wenn wir über innere Sicherheit in diesem Land denken? So. Was anderes fällt mir im Moment nicht ein, als dass wir immer wieder im Kleinen und dann auch manchmal, wenn wir Glück haben, im Großen versuchen können, diese Empörung zu organisieren und dass wir uns nicht spalten lassen dürfen. Christina, wie können wir innere Sicherheit im Sinne von Katja organisieren? Ich glaube, ich weiß, was Katja meint. Bei innerer Sicherheit geben einem natürlich alle, kriegt man ja direkt einen Schauer. Aber gut, ich gehe, also wenn wir über Begriffe reden, ich denke immer eigentlich an Menschenrechtsverletzungen. Ich denke, dass wir auch sexualisierte Gewalt, die eben ein breiten Phänomen ja ist, als Menschenrechtsverletzung endlich wahrnehmen müssen und nicht nur das, was in irgendwelchen anderen Ländern passiert, sondern dass das eben auch genau hier und jeden Tag passiert. Tötungen an Frauen, natürlich auch an Männern. Es geht ja da auch häufig um diese Tötungen in Beziehungen. Auch das ist ja etwas, was ein großes Problem ist und sehr totgeschwiegen wird. So, was sollen wir tun? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen alle immer weiterarbeiten an dem wir arbeiten. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir an der offenen Gesellschaft arbeiten müssen und dass wir das zusammentun müssen und dass wir nicht so sehr, also gerade in diesen Zeiten uns eben, also versuchen müssen, uns nicht auseinander zu definieren, sondern dass eher zusammen für die Dinge kämpfen, die wir wichtig finden und dass wir, also ich bin überzeugt davon, dass wir offene Grenzen in diesem Staat brauchen, dass wir gegen sexualisierte Gewalt vorgehen müssen, gegen alle Formen der Gewalt, auch Gewalt gegen Kinder ist ein riesiges Problem, das ist jetzt wieder nicht modern, so ist aber natürlich weiterhin ein unglaubliches Merkmal in dieser Gesellschaft, das weiterhin durchgeführt wird. Wir müssen über Rassismus reden, aber wir müssen auch über Sexismus reden, das ist ja immer noch so, es ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt alles erreicht und jetzt ist gut, wir leben immer noch im Patriarchat, meiner Überzeugung nach. Und wir leben immer noch im Kapitalismus und wir haben ganz viel, wogegen wir kämpfen müssen. Und ich glaube, eigentlich sind wir auch, wir sind eigentlich viele. Ja, wir sind viele, die aber jetzt immer an jedem kleinen Punkt etwas machen. Und ich würde mir wünschen, dass wir sagen, da können wir wieder mehr Gemeinsamkeiten finden. Und gemeinsam, wenn es einen rassistischen Übergriff gibt, dagegen gemeinsam aufstehen und auch wenn es eben eine sexualisierte Gewaltübergriff geht und dass wir das zusammenkriegen müssen, also überhaupt auch zusammen denken müssen, dass das auch alles etwas miteinander zu tun hat und dann auch gemeinsam massiv gegen diesen rechten Backlash kämpfen, ja, also da, wenn man denkt, wie laut die geworden sind und was wir immer hören, ja, also bei jedem Pups, den die AfD loslässt, steht das in der gesamten Presse, aber was wir alles machen und organisieren und was wir Positives auch organisieren, das interessiert niemanden. Und das auch lauter zu werden, und das, ehrlich gesagt, habe ich gerade gedacht, jetzt wird uns auch noch irgendwie diese eigentlich positive Reform des Sexualstrafrechts total weggenommen. Ja, total weggenommen, weil es benutzt worden ist von rechten Kräften irgendwie zu sagen, die Silvesternacht. Und warum ist das denn so, dass dieses Gesetz jetzt immer verknüpft sein muss mit der Silvesternacht? Ist es eigentlich nicht. Ja, so. Wir müssen dann ein anderes Narrativ dagegen setzen und sagen, wofür haben wir hier gekämpft? Wir haben nicht dafür, also ich meine, also wir wissen doch, was Köln war und wir wissen auch, dass da
so gut wie niemand für verurteilt worden ist. Und das ist auch irgendwie, also wir wissen eigentlich auch immer noch gar nicht richtig, was da passiert ist. So, darum ging es eigentlich nie. Es ging darum, dass sich die CDU und andere darauf gesetzt haben, in dem Moment, die ganz, ganz lange genau dieses Gesetz verhindert haben. So, und warum tun wir jetzt so, als hätte es Köln die Reform gebracht? Hat es nicht. Die hat es schneller gebracht. Aber wir können dagegen setzen, warum wir dafür gekämpft haben und warum es auch weiterhin wichtig ist. Das finde ich gut. Mythos, es war viel von auch Solidarität, mehr Gemeinsamkeiten finden die Rede. Kriegen wir den Women's March in Deutschland hin? Möglichst bald. Sie sehen, die rote, die pinkfarbene Wolle liegt ja nicht umsonst auf Ihren Tischen. Kleiner Hinweis. Ich muss vorher noch darauf Antworten reagieren, weil mich hat das eben sehr bewegt. Also gerade auch das, was du gesagt hast, wir müssen es zusammendenken. Wir müssen irgendwie Übergriffe zusammendenken, weil es ist ja nicht so, dass das, was an Köln irgendwie, was die für die Frauen das Schlimme war, wir müssen die Frauen vor Sex schützen. Nee, es geht um sexuelle Selbstbestimmung. Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Schutz davor, dass Grenzen überschritten werden, sexuelle und andere. Die direkte Folge nach Köln für mich war, dass immer, wenn ich aus meinem Fenster rausgucke, ich wohne in Düsseldorf, das ging dann so als das Maghreb-Viertel durch die Medien nach Köln und da gab es dann diese riesen Razzia, irgendwie, wo dann die Strippenzieher gefunden werden sollten. Gefunden wurden, glaube ich, 19 Leute mit unklarem Aufenthaltsstatus. Hurra! Jedes Mal, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich jemanden, der nicht weiß ist, der vom Ordnungsamt gestoppt und untersucht wird. Direkt nach Köln sind wir rausgegangen, ich bin mit meinem Mann rausgegangen, wir haben die gefragt, was die machen und ungelogen, mein Mann hat dafür eine Anzeige bekommen, weil er irgendwie eine Drogenrazzia unterbrochen hat. Ich bin mit meinem Presseausweis rausgegangen, ich habe keine Anzeige bekommen, er hat nicht schnell genug seinen Ausweis rausgeholt. Und das ist danach, dafür musste er eine kleine Geldstrafe zahlen, ne? weil es gab ja Nachfragen als mündige Bürger, was machen Sie denn, da ist ja erlaubt. Aber ich schwöre euch, ich habe den Impuls nicht mehr. Es ist wirklich, ich sitze da drin, ich denke, ich möchte rausgehen und ich traue mich nicht. Weil es war richtig schrecklich. Und dieses Gefühl von, es ist eigentlich nicht mein Land und ich möchte tatsächlich Narrative zusammendenken, was wunderbar an dem neuen Gesetz ist oder an der Gesetzesreform ist, ist wirklich, es hat einen Gesellschaftsvertrag verändert. Es hat halt gesagt, wir setzen die sexuelle Selbstbestimmung ins Zentrum unseres Strafrechts. Vor 1974 ging es um den Schutz der Ehe und der Familie. Da ging es darum, dass wir die richtige Sexualität schützen wollen. Da ging es darum, dass, weiß nicht, Homosexualität und Prostitution und irgendwie Unvergewaltigung und alles, das waren ja alles irgendwie Sexualstraftatsbestandteile. Und erst mit der Legalisierung der Homosexualität, erst damit wurde es überhaupt denkbar, darüber zu sprechen, wir reden über sexuelle Selbstbestimmung. Da ist auf der Ebene de facto etwas passiert und aber auch auf der Ebene der Narrative etwas passiert. Und wir reden immer über Gefahr, Bedrohung von außen. Unsere Nation wird bedroht durch den Terror, durch was auch immer. Nun wissen wir in Statistiken, es ist tatsächlich inzwischen die Gefahr, bei einem terroristischen Anschlag zu sterben, ist viel, viel, viel geringer als 1970. Redet kein Mensch drüber. Ich finde immer irgendwie, ja, aber irgendwie heute ist Terrorismus weniger schlimm als damals, ist immer unschön und zu sagen, die Vergewaltigung ist weniger schlimm als die andere, ist auch schrecklich. Das will ich überhaupt nicht sagen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, wir brauchen Narrative von Sicherheit, wir brauchen Narrative von Gemeinsamkeit. In der neueren Forschung zu Nationen ist, das, was Menschen zu einer Nation macht, das ist noch nicht mal die gemeinsame Sprache. Irgendwie in Indien wird keine gemeinsame Sprache gesprochen. Alle wissen, Indien, hier. Was wir brauchen, sind gemeinsame Geschichten, gemeinsame Ursprungsmythen, die können erfunden sein, das ist total egal. Und wir brauchen eine gemeinsame Erzählung, wohin wollen wir gehen? Wir haben im Moment das Gegenteil. Im Moment haben wir das Narrativ, die bedrohen uns und wir wissen, irgendwie die werden auch nicht weggehen. Also sogar wenn wir es irgendwie durchsetzen können, niemand wird weggehen. Wir haben ein Narrativ, was uns spaltet, was für uns in diesem Land de facto sehr, sehr, sehr schädlich ist. Wir brauchen viele, viele Narrative über Individuen. Wir reden halt immer nur über die Masse, also ne, die Muslime, es ist, als wären die alle gleich, totaler Quatsch. Wir brauchen Narrative über Individuen und wir brauchen Narrative darüber, dass wir als Gesellschaft, wie wir es erfolgreich oder wohin wir zusammen gehen wollen. Und das ist so mit meinem Job als Person, die schreibt und viel und lange redet. Entschuldigung. Nein. Vielen Dank. Ich möchte trotzdem, erlaubt mir die Penetranz, eben, wohin wir gemeinsam gehen wollen. Wir haben gerade vor kurzem Women's March erlebt. Das war die größte Protestbewegung, wo unter dem
Banner unter dem Dach von Feminismen Demokratie verteidigt wurde. Ist das nicht ein Modell, an dem wir uns auch hier orientieren könnten? Wir haben den 8. März vor der Tür. Es gibt eigentlich wenig Mobilisierung in Deutschland für die Straße. Auch das hat historische Gründe. Aber trotzdem, ist es nicht ein Ziel, das wir jetzt verstärkt angehen sollten, damit wir zu einem Narrativ kommen, das eben deutlicher macht, dahin wollen wir gehen und wir sind viele? Oder sagt ihr, diese Form von Straßenmobilisierung ist romantisch, ist gar nicht so zielführend? Dazu würde ich einfach gerne nochmal euer Statement haben. Also Straßenmobilisierung ist auf jeden Fall wichtig und es bewegt, ja, also ich habe immer Gänsehaut, wenn ich so solche große Demos sehe, also nicht alle. Also oder für unterschiedlichen Gründen. Andere, ja, Gänsehaut habe ich schon, aber nicht aus schönen Emotionen, ja. Also deswegen, ja klar, aber ich finde so die Botschaft muss durchkommen. Weil wenn es so große Mobilisierungen gibt, dann ist es ein bisschen so verschwommen. Wir wissen nicht mehr so, was sie eigentlich wollen. Also es gab so diese ganzen Frauen auf der Straße und ja, das ist eine Bewegung, aber worum geht es, wissen wir nicht mehr. Und wenn du sagst, und da ja, finde ich das auch also sehr gut, so ja, wir müssen so gemeinsam kämpfen. Und es wird ein bisschen pathetisch klingeln, aber und die andere Frage, das war, wie können wir uns sicher fühlen? Also sicher fühlen jetzt momentan ist sehr selektiv, ja, die Sicherheit von wem? Also wann können wir jetzt über Sicherheit reden? Also das ist überhaupt nicht universell. Und deswegen würde ich sagen, solange, und das ist pathetisch, solange eine Roma, Transfrau mit Behinderung im Rollstuhl sich nicht sicher fühlt und nicht sicher ist auf der Straße, dann ist niemanden sicher. Und deswegen, wie können wir das erreichen? Das heißt eben in den Kämpfen, so wenn es eine Global Women's March gibt, dass die Botschaften sehr, sehr klar sind. Das heißt, wenn es darum geht, sexuelle Selbstbestimmung oder ja, Selbstbestimmung von Frauen, was heißt es, oder sexuelle Selbstbestimmung oder Körperselbstbestimmung, das soll heißen, also nicht nur, dass eben so ja, College oder junge Frauen mit langen Haaren, die an der Uni gehen, auch so einen sehr kurzen Rock tragen können und sich sicher fühlen, sondern eben auch, dass ja, eine Frau mit Kopftuch ganz sicher in der Straße laufen kann. Das heißt auch, dass ein Mann, der entscheidet, so Make-up zu tragen, dass es auch okay für ihn ist, auf der Straße zu gehen. Und diese Botschaften brauchen wir. Weil wenn über sexuelle Selbstbestimmung reden, ist es sehr abstrakt. Und wir alle darunter verstehen eben so diese, ja, heterosexuelle, weiße Frau mit langen Haaren, die eben einen kurzen Rock trägt. Es ist nur ein Beispiel, aber das können wir in sehr vielen anderen Bereichen machen. Weil es fehlt uns also sehr oft so eben so konkrete Sachen, die wir machen können, so gemeinsam kämpfen. Ja, tun wir schon, also schon. Also ich bin auch für alle und liebe alle und so. Aber was heißt das konkret so in unseren Kampagnen? Deswegen ja meine Frage in der jetzigen Situation. Wie sinnvoll erachtet ihr jetzt, Sichtbarkeit auf der Straße herzustellen? Wie wichtig ist das? Das wäre jetzt meine Frage, zusätzlich natürlich zu der politischen Arbeit, die jede einzelne von euch ohnehin leistet. Ist das etwas, in das wir investieren sollten, oder sagt ihr, nein, das ist eine Illusion? Das würde gerne mich bitte, also, weil ich finde die Frage wichtig und das ist klar. Also ich finde Mobilisierung auf der Straße gut. Aber das war auch so die Antwort auf diese Frage. Das heißt, ja, Mobilisierung, ja, aber Botschaften sind noch wichtiger. Und ich will da so eine kleine Anekdote erzählen, so von einer, es gab so eine Demo so für Frauen, so eine Frauenbewegung auch in Marseille, das war international. Und da sind eine Gruppe von Freundinnen von mir gekommen, so die sind Muslima, Feministinnen, und sie sind alle mit Kopftuch angekommen und sie wurden ausgeschlossen aktiv, sie durften nicht mitmarschieren. Ja, das ist vor einem Jahr passiert. Genau, also dass wir mitdenken, wenn wir auf der Straße marschieren, aufpassen eben, dass alle Menschen da einen Platz finden. Und das ist nicht so momentan. Das ist nicht so. Das heißt also, das Bild von Feminismus, was ist Feminismus, für wen ist Feminismus, ist nicht inklusiv, also nicht so inklusiv, wie es sein sollte. Deswegen, Marches, ja, auf jeden Fall, aber ja, inklusiv und aktiv inklusiv und nicht nur so als Rhetorik oder so.
Ich weiß jetzt gar nicht viel über den Women's March in den USA, wie aktiv inklusiv der zum Beispiel ist. Ich habe, also wenn wir das hier hinkriegen würden, kein Thema, wäre super. Ich habe starke Zweifel, dass es klappt. Ich glaube auch, dass es in den USA klappt, weil es personalisiert ist. Es geht um eine Person, ja, gegen die man sich vereinen kann. Und die Gründe oder die Botschaften, die jede einzelne Person, die da mitmarschiert, wahrscheinlich hat, sind höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich wüsste gar nicht, gegen welche eine Person man im Moment hier so mobilisieren könnte. Ja? Und wenn man dann aber, und da gebe ich dir total recht, die Botschaften müssen erstmal klar sein, ne? Wenn man dann aber anfangen würde zu überlegen, wie heißt denn die, weiß ich nicht, ob wir hier so viele Leute auf die Straße kriegen. Es ist immer leichter gegen und dann auch noch eine Person, ehrlich gesagt, als jetzt für. Ja, das bezweifle ich und deswegen 8. März auf der Straße, super. Aber dass wir hier so eine Welle hinkriegen, bezweifle ich. Ist jetzt ein bisschen doof, kommt ein bisschen pessimistisch rüber, aber also, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich bin eine leidenschaftliche Demogängerin, deswegen gehe ich auch immer zum 8. März und ich, genau. Wenn sich jetzt hier welche finden und sagen, klar, mobilisieren wir und machen wir und tun wir, ist super. So, ich glaube auch, im Moment wird es nicht so. Ich finde, wir sollten dennoch zum 8. März heraus auf die Straße und wir sollten auch alle nach Hamburg gehen, wenn es den G20-Gipfel gibt. Auch das ist ein wichtiger Zeitpunkt, denke ich. Da müssen wir zeigen, dass wir mit ganz vielen von dem, also da werden Trump und Erdogan und Putin und alle zusammen werden da kommen. Da können wir auch, sollten wir alle gegen demonstrieren gehen. Ich denke, die Mobilisierung auf der Straße ist immer wichtig, aber es braucht natürlich Botschaften. Ich glaube, wir haben auch, weiß ich nicht, wir können natürlich gegen die AfD demonstrieren. Ich glaube, es gibt schon viele, die wir auch finden können, gegen die wir oder auch wofür wir demonstrieren können. Ich glaube, wir müssen, also mein Gefühl ist gerade eher, wir müssen Zeichen setzen. Wir müssen immer wieder überall Zeichen setzen. Wir hatten da neulich ja mal drüber diskutiert. Wir müssen eigentlich immer so ein Zeichen setzen, wenn irgendwo eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen wird, dann müssten wir da irgendetwas hinsetzen. Ja? So, also in Berlin gibt es zum Beispiel diese weißen Fahrräder immer da, wo ein Fahrradfahrer getötet wurde im Straßenverkehr. So, das ist jetzt eine große Sache, das könnte man gar nicht überall hinstellen immer. Aber wenn man sowas hätte, was man so plakativ dahin setzt so, oder dahin macht. Und das wäre eben, das könnte man ja eben bei jedem sexistischen, rassistischen, homophoben Angriff immer so ein Zeichen setzen. Das ist im Moment eher meine Vorstellung. So einen pinkfarbenen Schal hin. Ja, und wenn ihn dann die Leute alle mitnehmen und tragen, ist auch gut. Ja, so. Aber irgendetwas, ja. Also ich habe eher das Gefühl, man muss es sichtbarer machen. Und wir müssen sichtbarer werden in dem, was hier alles schiefläuft. Und dass es aber Menschen gibt, die dagegen kämpfen. So. Und das ist, wir sind so wenig sichtbar geworden in den letzten Jahren oder Monaten, egal wann. Also so, es wird immer eher der Gegen. Die Gegenbewegung, die ist viel sichtbarer, die ist in den Medien viel präsenter und das irgendwie zu kippen, das ist eher mein Gefühl und da reicht nicht eine Demo mit 10.000 Menschen, da müssten wir schon eine Million werden, um mal wirklich wieder richtig sichtbar zu sein. Ja, vielleicht eine Ergänzung dazu. Werner Schiffauer hat eine Studie herausgegeben im Engagement im Kontext Flucht und er setzt seine Studie damit ein, es ist ein Ethnologe an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder und setzt seine Studie damit ein, dass in 2016 6 Millionen Menschen sich im Bereich Flucht engagiert haben. 6 Millionen Menschen und 26.000 Menschen waren 2016 Mitglied in der AfD. Und 4.000 Menschen sind 2016 der AfD beigetreten und das war in den Medien dieser Zuwachs von 22.000 auf 26.000 Mitglieder der AfD und über die 6 Millionen wird kaum berichtet. Also einfach nur, um das zu unterstützen. Also sozusagen, wir sind die Mehrheit, aber wir sind momentan nicht sichtbar genug, Mito. Mich bewegt es einfach sehr, dass du über andere Formen als über Demos sprichst, weil Demos sind wunderbar, aber ich weiß zum Beispiel über Menschen mit unklarem Aufenthaltsstatus und so weiter, für die ist es echt ein Problem, zu Demos zu gehen.
Ich hatte eben noch eine, ach so genau, was mich irgendwie auch nochmal sehr, sehr bewegt, das sind diese ganzen direkten Interventionen. Es gibt diese eine irgendwie Fräulein Read-On, ich weiß nicht, ob die euch ein Begriff ist, die macht Sexualaufklärung, das sind diese öffentlichen Sprechstunden, die die anbietet, nicht nur für Geflüchtete, aber irgendwie schwerpunktmäßig für Geflüchtete, wo die halt einmal im Monat vorbeikommt. Es gibt einen Briefkasten, da können Leute alle ihre Fragen reinschmeißen, inklusive der Penis meines Freundes ist 3 Meter lang, warum ist meiner so klein? Und die beantwortet jede und jede wertschätzend und sagt, und die Leute, die am lautesten am Anfang Ficky Ficky schreien, die sind dann am Ende, irgendwie kommen die vorbei, bringen Blumen und entschuldigen sich. Und das ist eine so direkte Intervention. Da verändert sich etwas so direkt im Miteinander. Und da wird halt zum Beispiel auf dieses ganze Jahr, aber warum wird das eine gegen das andere ausgespielt? Warum werden plötzlich Frauen, die ja wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben, warum wird denen gesagt, aber Rassismus ist so viel schlimmer oder umgekehrt irgendwie. Leuten mit Rassismuserfahrung wird gesagt, aber irgendwie die armen, belästigten Frauen in Köln, da wird es sozusagen aufs Konstruktivste alles ernst genommen und das Leben wird direkt schöner und wir spüren es direkt. Ich würde jetzt gerne gleich öffnen für Publikumsfragen. Wir haben es gehört, Massenmobilisierung in Deutschland momentan nicht absehbar, also Zeichen setzen. Was sind Ihre Fragen zum Thema Kontext Gewalt, die Komplexität aushalten, angehen als Herausforderung ansehen oder vielleicht welche Vorschläge zur Mobilisierung treiben Sie um? Hier eine Frage. Dankeschön. Ah ja. Dankeschön. Hallo, ich habe noch mal eine Frage zu, wir haben jetzt viel über Zeichen und Botschaften gesprochen und gleichzeitig ist auch ganz viel jetzt der Begriff Sicherheit gefallen. Und ich merke, dass bei mir das ein bisschen... Ich mich wirklich frage, ob Sicherheit der Begriff ist, mit dem wir gerade auftreten sollten, weil bei Sicherheit fällt mir tatsächlich vor allem die AfD ein, die gerade gestern die AfD-Fraktion gesagt hat, Berlin ist so viel unsicherer geworden, alle fühlen sich unsicher und da tatsächlich selten die Sicherheit derjenigen gemeint ist, die wirklich bedroht sind und viel öfter die von denen, die sowieso sicher sind, aber sich in den Mittelpunkt dieser Sicherheitsdebatte stellen und deshalb frage ich mich ein bisschen, ob Sicherheit wirklich der Begriff ist, mit dem wir da gerade im Sinne von Botschaften arbeiten sollten. Ich würde jetzt gerne noch eine weitere Frage sammeln. Hallo, ich hätte auch eine Frage, also Menschen mit Behinderung und der Begriff kam mir ein bisschen zu spät in der, also man hat ja die Marginalisierten genannt, also ich bin ja davon betroffen und ich finde, dass Menschen mit Behinderung auch mit dem Bundesteilhabegesetz schwer zu kämpfen haben, aber mich würde schon interessieren, ob Sie wirklich konkrete Fälle gehabt haben, wo es dazu kam, ja, zu Vergewaltigungen in Wohngruppen, in sogenannten Förderschulen und so weiter und so fort. Und wie denkt man darüber, wenn wirklich Menschen mit Behinderung sich zur Wehr setzen würden? Das ist meine Frage. Gut, die eine Frage war, ist der Sicherheitsbegriff wirklich der richtige jetzt? Kann man ihn aneignen oder jetzt gerade nicht? Und dann die zweite Frage würde ich einfach an, vielleicht an euch beide, Katja und Christina geben. Situation von gewaltbetroffenen Frauen mit Behinderung. Also ja, ich würde eigentlich schon mit dem Begriff Sicherheit reden, weil das geht darum, wir wollen Sicherheit für alle und es wäre ein bisschen für mich so, ja, den Raum lassen, so einfach, und es geht darum jetzt so diesen Wort, diesen, also ja, den zu zeigen eigentlich, Sicherheit ist, soll nicht rassifiziert werden, und jetzt, ich rede darüber so im Sinne von Sicherheit ist für eine bestimmte Gruppen von Menschen. Und wir können das auch besprechen, also jetzt im Moment, indem wir reden, überwachen Neonazis viele Heime für geflüchtete Menschen. Und das liegt daran, dass der deutsche Staat
die Aufgabe von der Sicherheit, also ja, Sicherheit von diesen Heimen an private Unternehmen weitergibt, wie zum Beispiel Securitas. Und bei Securitas ist es weit bekannt, dass viele Neonazis da reinkommen, und das ist auch eine Strategie innerhalb von Neonazi-Gruppen, aber auch von der AfD vertreten, eben, dass sie kommen, und das passt perfekt, so Sicherheit, so diese Identifizierung auch mit der Aufgabe. Und deswegen kommt es jetzt momentan zu tägliche, wir können das überhaupt nicht quantifizieren, wie viele jetzt geflüchtete Menschen eben täglich ja, vergewaltigt und auch einfach so gewaltuntersetzt sind durch diese Sicherheitskräfte, die eben für die Sicherheit von diesen Menschen eingestellt sind, von, also indirekt, ja, weil das ist eben das Problem, das rechtliche Problem, dass wir jetzt also nicht direkt davor gehen können, von dem deutschen Staat. Ja, wie anders, also welchen anderen Begriff könnten wir denn verwenden, um das zu beschreiben? Ich finde eben, also das wäre auch eine Strategie, eben über Sicherheit zu reden. Wenn Sie sagen, so, wir wollen Sicherheit in Deutschland, von welchen Sicherheit reden Sie denn? Ist das auch nicht ein Sicherheitsproblem, was da jetzt passiert in den Heimen? Und da können wir uns also politisch auch durchsetzen, wenigstens so ja, in Debatten, aber auch so in den Medien, wenn wir diesen Wort verwenden und nicht davon weggehen und sagen, nee, Sicherheit ist das Wort, also den Begriff oder die Strategie von AfD und so weiter. Ja, kann ich mich absolut anschließen. Ich glaube, dass man das entlarven muss, ja. Dass, also, wessen Sicherheit gemeint ist und wessen nicht. Und wenn wir andere Worte benutzen, gelingt es, glaube ich, nicht so gut, das zu entlarven. Ich finde, es gibt ja so Schlagwörter, ne? Also in diesen Debatten im Moment. Also Sicherheit ist eins, dann die Sorgen und Ängste, ja, der, weiß ich auch nicht, Menschen, die jetzt, weil ihre Sorgen und Ängste nicht beachtet wurden, plötzlich schlimme Dinge tun müssen. Ich würde mir ja auch mal eine Talkshow wünschen über die Sorgen und Ängste von Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften leben oder sowas, ne? Oder über die Sorgen und Ängste, also so, und ich glaube, wir müssen diese Worte aktiv auch benutzen und damit entlarven, dass wer mit gemeint ist und wer nicht gemeint ist. So, wie gut das dann immer im Einzelfall klappt, ist so eine Frage, aber genau. Noch zur Sicherheit oder soll ich zu den Behindert? Nee, also wir haben jetzt noch eine zweite Frage, die beantwortet werden sollte. Ich weiß nicht, Katja oder Christina? Wir als BFF arbeiten seit Jahren schon auch zum sehr stark zur Sicherheit von Frauen und Mädchen mit Behinderung, die, das wissen wir aus Studien, ganz überproportional von Gewalt betroffen sind, ne? Was immer dann vorkommt, wenn Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen leben oder wenig Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben, ja? In großen Unterkünften oder auch in, auf Assistenz angewiesen sind, all diese Dinge. Es ist leider so, dass wir sehr häufig erleben, dass der Zugang zum Recht für Betroffene mit Behinderungen wirklich schlechter ist als für andere. Es kommt gar nicht so selten vor, dass die Betroffenen noch unglaubwürdiger dargestellt werden, ihnen noch weniger geglaubt wird, bis hin zu solchen Sprüchen wie, eine Frau mit Behinderung kommt zur Polizei, möchte eine Vergewaltigung anzeigen und bekommt als erstes zu hören, wer will denn mit so einer wie Ihnen Sex haben? Ja? Genau, also das ist sozusagen eine ganze Palette an quasi zusätzlichen Schwierigkeiten bis hin dazu, dass es bisher gar nicht immer gesichert ist, dass dann im Strafverfahren auch Kommunikationsdienste, zum Beispiel Dolmetschung in Gebärdensprache und all diese Dinge ermöglicht sind. Das ist ein ganz dickes Brett und letztlich geht es darum, dass wir alle hartnäckig daran arbeiten müssen, da inklusiv zu werden. Ja? Wir versuchen das, wir sind auch ein inklusives Team. Die Fachberatungsstellen vor Ort versuchen das auch, haben oft damit zu kämpfen, dass sie überhaupt keinen Euro zusätzliche Mittel bekommen, um zum Beispiel ihre Beratungsstelle zugänglich zu machen, all diese Dinge. Ja? Es ist ein Riesenthema und es ist auch ein Menschenrechtsthema, weil man schlicht sagen muss, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland einfach überhaupt nicht umgesetzt ist bisher. Ja? So.
Gibt es weitere Fragen? Hier ist eine Wortmeldung. Und hier. Hier der Herr mit dem Hut oder mit der Kappe. Und dahinter die Frau in Grün. Ja, ich möchte das Argument stark machen im Grunde, dass man sich mit den Themen Gewalt und Sicherheit auseinandersetzen muss. Vor 2 Wochen gab es eine ähnliche Veranstaltung in der Taz. Da war das die Resonanz nicht ganz so groß von der Personenanzahl, aber die Debatte war genauso qualitativ gut wie das, was heute gelaufen ist. Mir wäre es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, und da ging es damals um den, in der Taz gibt es einen Blog zum Thema Heimweg. Und da ist mir relativ deutlich geworden an diesem Abend im Grunde, wie viele Menschen in dieser Gesellschaft täglich Ängste ausstehen müssen, wenn sie nach Hause gehen, dass sie nicht überfallen werden, dass ihnen keine diskriminierenden Äußerungen entgegengebracht werden und so weiter. Und das macht vielleicht auch nochmal deutlich eine Debatte darüber, über welche Gewaltverhältnisse wir in unserer Gesellschaft jeden Tag eigentlich reden müssten. Und da, finde ich, kann man gut mit AfD und anderen Leuten drüber reden. Es geht darum, Lösungen zu entwickeln dafür, dass tatsächlich viele Menschen weniger angstfrei in dieser Gesellschaft jeden Tag leben können. Und ich glaube, da kriegen wir auch eine Menge an politischer Debatte und Mobilisierung hin, wenn wir das versuchen, tatsächlich viel mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Uns hindert ja niemand, zu Veranstaltungen von CDU und AfD hinzugehen und genau das zum Thema zu machen. Wenn man das relativ... Ja, das mache ich. Also natürlich geht es darum, dass wir unsere Themen dahin bringen, wo bisher unsere Themen nicht gehört worden sind. Ich wollte nur sagen, das war, also Ihre Wortmeldung, also begrüße ich auch. Das ist nur, also auch mitzudenken, wer auch zu solchen, also zu CDU, klar, kann ich gehen. Zu AfD, ja, das wollte ich nur sagen. Also ich habe mir das auch schon überlegt, es gab ja neulich so eine Diskussion mit Frau Petri, und also die wird ja jetzt immer zusammen interviewt mit irgendwelchen Frauen von den Grünen oder von den Linken. Ich möchte nicht mit Frau Petri über Gewalt diskutieren müssen, und ich möchte nicht den gemeinsamen Nenner mit der AfD finden. Ich glaube, dass sie einen grundsätzlich anderen Nenner haben, und deswegen würde ich nicht sagen, wir müssen da hingehen und mit denen sprechen. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, wie groß das Ausmaß der Gewalt ist. So, und wie viele Menschen Angst haben, so, und wir dürfen das aber eben genau nicht von der AfD uns irgendwie denken, da haben wir Gemeinsamkeiten, die habe ich nicht, die will ich nicht mit denen haben, da will ich nicht sprechen. Ich glaube, das eine ist das mit dem Heimweg, das fand ich auch sehr beeindruckend, was dieser Blog, den es da gab. Ich selbst mache gerade, führe so Anhörungen durch, es gibt von dem unabhängigen Beauftragten, der hat so einen, also unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch, da gibt es gerade so eine große Anhörungskampagne von Menschen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Und es gibt unglaublich viele Meldungen von Menschen, die das in der Kindheit erlebt haben und die jetzt darüber sprechen, so ohne irgendeine rechtliche Konsequenz daraus, sondern einfach um es zu thematisieren, um herauszufinden, welches Ausmaß das eigentlich hat und was daran hindert, was die Gesellschaft daran hindert, das eigentlich endlich mal auch besser zu verhindern oder zu verfolgen etc. Und ich bin da sehr beeindruckt von, weil es Menschen sind, die und tatsächlich, deswegen fällt es mir manchmal schwer, dir zuzuhören, sind das Menschen, die häufig ihr ganzes Leben lang davon geprägt sind. So, die, also wenn die schwersten sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und ich finde, wir müssen diese Geschichten hören, wir müssen sie uns anhören, und wir müssen aber gleichzeitig natürlich auch Wege aufzeigen, die es daraus gibt, und dass die betroffenen Personen auch, eben ob man das Überleben nennt oder wie sie dann weiterleben und wie stark sie werden. Ja, so. Und das ist auch, also das ist zum Beispiel ein ganz großes Geschenk, das ich in meinem Beruf habe, dass ich ja eigentlich, weiß ich nicht, wenn ich arbeiten gehe, eigentlich jeden Tag mit Menschen spreche, die von Gewalt betroffen sind. Und jetzt mache ich das schon so lange, und jetzt treffe ich häufig auch Menschen, die ich mal vor 20 Jahren vertreten habe und die jetzt wieder zu mir mit ihrer Scheidung kommen oder so. Und das ist ganz toll, weil das sind Menschen, die ganz schlimme Sachen, jetzt nicht wegen den Scheidungen, das auch, aber das ist ganz toll, weil ich dann miterleben kann, was aus diesen Personen geworden ist. Und das ist ja oft unglaublich bereichernd auch, also diese Geschichten zu hören, wie Menschen damit umgehen. Und neulich sagte eine Betroffene, die wir angehört haben, die sagte,
sie glaubt, es wäre besser, wenn wir da einfach drüber sprechen könnten, immer in der Gesellschaft. Und wenn es nicht so ist, dass wenn jemand sagt, ich bin in meiner Kindheit missbraucht worden, dass dann alle nur noch irgendwie die Person in Watte packen und sagen, wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich, wie musst du leiden, sondern eben zu sagen, okay, das ist auch ganz vielen anderen auch passiert und lasst uns jetzt gucken, wie wir damit umgehen und wie wir weitermachen. Und so, deswegen, ich würde sehr auch dafür appellieren, ganz viel immer wieder das zu besprechen, darüber, ja, das sprechbar zu machen. Jetzt waren hier noch zwei Wortmeldungen. Genau, mir gehen nochmal so zwei andere Sachen durch den Kopf. Das eine ist, das hatte Emilia Roig vorhin gesagt, da würde ich nochmal gerne dran anschließen, also dass wir nicht immer nach Frankreich oder in die USA gucken müssen. Es hat hier in Deutschland, oder ne, also auch was Mitu Sanyal gesagt hatte mit dem Rape-Lynching-Komplex in den USA, ich finde es total wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber es hat auch hier in Deutschland beispielsweise nach dem Ersten Weltkrieg eine massive rassistische Kampagne gegen die Stationierung afro-französischer Besatzungssoldaten gegeben, also die sogenannte Kampagne gegen die schwarze Schmach. Wenn man sich diese Diskussion anguckt, das war primär, wurde da halt gesagt, naja, also die vergewaltigen unsere Frauen. Das ist, wenn man sich das anguckt, das ist wirklich teilweise frappierend identisch zu der Diskussion nach Köln. Das finde ich nochmal total wichtig, auch weil das auch meiner Wahrnehmung nach so ein relativ unbekannter Teil deutscher Geschichte ist, sich damit zu beschäftigen. Und das andere, was mir noch durch den Kopf geht, ist, ich finde es total gut und wichtig, verschiedene Geschlechter zu benennen, die Formen von sexualisierter Gewalt erfahren. Meiner Wahrnehmung nach wird in den Diskussionen zu sexualisierter Gewalt wird eine Gruppe oft immer ignoriert. Das sind intergeschlechtliche Menschen. Intergeschlechtliche Menschen erfahren eine wirklich Fülle von massivster sexualisierter Gewalt. Ich finde es total relevant, das mit zu benennen und auch zu denken. Einer der Haupttäterorte ist hier direkt um die Ecke, die Pädiatrie der Charité. Genau. Vielen Dank für diese Hinweise. Kleinen Moment, hier war noch die Dame in Grün und dann kommen Sie an die Reihe. Genau, also ich hatte es nicht vor, aber da jetzt die Demo angesprochen wurde und ich heute einen Mobilisierungsaufruf verschickt habe, wen es nicht stört oder wer Anschluss sucht, also für die Berliner Grünen, wir haben einen Treffpunkt am 8. März um 17 Uhr am Hermannplatz. Und zwar an dem Eingang zwischen Urbanstraße und Hasenheide und verteilen da viele grüne und lila Ballons. Wer Lust hat, hinzukommen, wir freuen uns sehr über Unterstützung. Vielen Dank. Um den Gedanken von dem einen Herrn da von vorhin aufzugreifen, möchte ich noch dafür plädieren, sollte man nicht dafür sorgen, dass abends in den Straßen mehr Polizei ansehen kann, die darauf achten, dass es zu keinen Gewalttätigkeiten kommt. Man sieht überhaupt abends keinen Polizisten und die Frauen und ja auch die anderen Bürger, die sind total verunsichert. Das ist furchtbar heutzutage. Gut, ich verstehe Ihre Frage so, Polizei, also dient die eine vermehrte Polizeipräsenz dem Sicherheitsbegriff, so wie wir ihn hier definiert haben? Ja, ich halte das nicht für eine sinnvolle Lösung, weil Polizeipräsenz heißt nicht mehr Sicherheit, vor allem nicht für die Gruppen, von denen wir geredet haben, die vor allem von Gewalt auf der Straße betroffen sind. Also statistisch gesehen sind eben so Vergewaltigungen von Männern, die aus dem Nichts heraus herkommen, relativ selten. Deswegen, also ich würde einfach. Vielen Dank dafür. Jetzt würde ich nochmal während Sie sich nochmal zur letzten Fragerunde vielleicht sammeln und sich melden oder dann. Mitu, hast du glatt das Schlusswort ergattert? Nein, ich würde super gerne auf die Frage eben nochmal mit Mensch mit Behinderung zurückkommen. Was ich daran zum Beispiel auch so bewegend finde, ist, dass wir, wenn wir über sexuelle Grenzüberschreitungen oder auch was du eben gesagt hast, wenn wir über sexuelle Grenzüberschreitungen reden, dann haben wir ein ganz bestimmtes Bild von Sexualität im Kopf.
Und dass bis noch in die 90er Jahre irgendwie Sterilisationen von irgendwie Frauen mit Behinderungen ohne deren Einwilligung an der Tagesordnung waren. Irgendwie, das ist irgendwie, das ist auch eine massive sexuelle Grenzüberschreitung, aber darüber reden wir nicht. Wir haben ein ganz anderes, ebenso wie die sogenannten Geschlechtsangleichungsoperationen. Das ist halt mir auch ganz, also ich möchte gerne wirklich verschiedene Dinge zusammendenken. Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist halt wirklich irgendwie der Respekt, sowohl vor der sexuellen, auch überhaupt vor der Selbstbestimmung und der Respekt vor Menschen als gesellschaftlichen Wert. Wir reden doch immer über die Werte. Irgendwie wird immer gesagt, ja, unsere Werte werden uns genommen. Genau, das ist doch ein wichtiger Wert. Sicherheit anders definieren, Werte anders definieren. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich nicht an dem Schlusswort, keine Angst. Das hat Mito für mich gemacht. Ich möchte Sie noch auf eine Sache hinweisen. Sie finden auf, ja nicht ganz ohne Grund, diese pinkfarbenen Wollknäune auf Ihrem Tisch. Nehmen Sie sich einen mit oder nehmen Sie sich Teile davon mit. Erinnern Sie sich vielleicht darum, dass es auch darum geht, momentan Zeichen zu setzen, welche Form auch immer, nicht auf die große Mobilisierung zu warten, aber schon dafür zu sorgen, dass andere sehen, dass sie da sind, auch gerade die anderen, die eben von Gewalt betroffen sind und in die Unsichtbarkeit verbannt werden. Das ist vielleicht eine Erinnerungshilfe. Wir haben auch eine Strickanleitung beigelegt. Wer sich für den Pussyhead interessiert oder sich jetzt für den 8. März entsprechend rüsten möchte, wird hiermit versorgt. Ich möchte Sie auch noch um eine Kleinigkeit in eigener Sache bitten. Für uns wäre es sehr, sehr wichtig zu erfahren, wie Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden sind. Das ist mal ein bisschen langweilig, ist aber für uns, die wir diese Veranstaltung machen, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Sie finden draußen eine Tafel, wenn Sie Lust haben, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, zu sagen, über Facebook, über die Einladungskarte, über E-Mail und vielleicht auch, wenn Sie weiter informiert werden möchten, Ihre E-Mail-Adresse geben wollen würden, das wäre auch sehr schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dem Podium. Ich bedanke mich bei Mito Sanyal für den Input und dass du hier aus Düsseldorf hergekommen bist. Ich bedanke mich bei Emilia Reuk und Katja Krieger und Christina Klemm. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich hier hergekommen sind und für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Fragen und Anmerkungen. Schönen Abend.